Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich, und ich werde ihre Seelen wieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen & Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder DSA ohne DSA-Regeln und dafür aber das Abenteuer der Ruf der Baalür, Sternenträgerkampagne, erstes Abenteuer. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir mussten ja schon wieder einmal aussetzen, eine Session, aber jetzt sind wir da. Zum ersten Mal macht der Terror Demon hier mit. Hallo. Endlich einen Stream von Anfang an erwischt. Ja. Das ist doch schön. Prima, dass du da bist. Außerdem Terror Demon ist heute auch noch nicht zum ersten Mal, aber immerhin dabei. Der Pölle, der spielte mich Airicio. Konnichiwa. Heute aus dem fernen Japan. Maraskan. ja, dann haben wir noch dabei die Stadtpoetin als Shayari Eulenschwinge. Ups. Ja. Muss ich mir eine japanische Begrüßung aus einfallen lassen? Kawaii. Das ist keine Begrüßung. Nee, heißt doch nur süß, oder? Ja, das erste japanische Wort, das mir kommt. Ist das süß? Kawaii. Ganz süß ist auch unser liebster Torvala, der ist live. Nori Ragnarsson. Macht mir zum Gruß, ihr Landraten. Wohl. Elanor haben wir auch mit am Start, als Tashmeru Saba. Aladia, so rum heißt es. Ja, okay. Babu zum Großen. Ja, und last but not least, unser Weidener, Quotenweidener, Lumin Geldor von Tralo. Gespielt von Rintaro. Also ich bin ja ein
bisschen beleidigt gewesen, dass du bei dem Süßübergang nicht mich genommen hast, sondern Slife, aber ich kann es dir auch nicht Ich habe es verübeln. Ja. ausgewürfelt. Die 12 zum Grüße trotzdem an den Rest. Ja. Seid alle süß, so. Ja, vielleicht werden wir heute auch mit der Sternenträgerkampagne, dem ersten Band zumindest, fertig. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir werden nicht zu viel ankündigen, aber bei uns in der Familie steht in der nächsten Zeit ziemlich viel an. Kann sein, dass das dann also mit den Streams ein bisschen schwer wird in der nahen Zukunft. Aber mal schauen. Wir lassen uns überraschen, wie die Zukunft jetzt hier so vonstatten geht. Ich zeige euch da draußen noch mal ganz kurz, wo wir uns ungefähr befinden. Ups, falsche Einblendung. Moment. Ist doch ganz einfach, wir befinden uns auf einem Baum. Punkt. Klar. Wo auch sonst, ne? Auf dem Baum. Irgendwo in den Wäldern. Salamanderstein. Dieser Baum ist unfassbar groß. Ja, und Unfassbar. der hat einen Crush Irgendwie auf funktioniert irgendeine das hier gerade Silber. nicht mit dem. Bebuja, der Lebensbaum. Genau, der hat irgendwie. Der hat einen Crush mit einer Silberbuche in Weiden. Also die Ja, Avispfade aber er wollen ist gerade doch nicht so wie eigentlich in ich. der anderen zusammen. Ja. Aber wir befinden uns irgendwo in den Salamanderstein, habt ihr schon richtig zusammengefasst. Und zwar, habt ihr auch richtig gesagt, auf einem riesigen Baum. Im Lebensbaum, wie ihr vermutet. Und beim letzten Mal habt ihr dort ja, Geschöpfe gefunden, die da leben. Und habt euch mit denen irgendwie arrangiert. Die waren alle ziemlich freundlich zu euch. Manchmal haben sie euch auch ein bisschen über den Kakao gezogen. aber sie haben euch beim Gärtner schlafen lassen. In seinem Garten. Und um ziemlich schnell wieder ins Spiel zurückzukommen, können wir da doch direkt dann weitermachen, würde ich sagen. Nämlich am nächsten Tag. Habt ihr irgendwelche Wachen oder sowas aufstellen wollen? In der Nacht in des Gärtners Garten? Also ich hätte auf jeden Fall, also ich bin in einem, also Magie-Overlord und so richtig gut schlafen wird Lumen wahrscheinlich eh nicht können. Von daher hätte er auch direkt die erste Wache angeboten. Also, Shayari würde einfach schlafen auf den Blumen und sich sehr gemütlich fühlen. Auf einer riesigen Blume, genau, ja. Denn alles hier ist so ein bisschen halt auch groß und so und manche aber auch klein. Alles so wildes Durcheinander, alles schön bunt und wohlriechend hier im Garten des Gärtners. Also macht außer Lumin keiner irgendwie die Vielleicht Anstalten. leistet Taschmir, denke, dass Taschmir ihm am Anfang noch ein bisschen Gesellschaft leistet, weil es einfach total auch seltsam für sie ist, halt dann und dann auch irgendwann dann die Müdigkeit zu übermannt, wenn sie wissen, halb ganzen Tag, letzten Tag einen Baum hochgeklettert, hochgekraxelt und war doch alles ein bisschen sehr viel auf einmal. Schläft sie letztendlich dann auch ein. In der Blüte, nicht auf dem Moos, weil auf dem Moos schlafen, habe ich gelernt, ist böse. Sollte man nicht Ist das so? Verdammt. tun. ich werde aber nicht die ganze Nachtwache halten. Also ich gegebenenfalls, weiß ich nicht, würde ich Snorri wahrscheinlich irgendwann mal wecken. Mach mal. Mach mal. Also die ganzen Magier und Geweihte alle mal schlafen. Okay. Die nehmen das dankbar an. Haben auch genug zu tun. Und diejenigen, die Wache halten, werden zwischen nachts halt immer mal wieder einen schwarzen Schemen durch den Garten wandern sehen. Mal groß, mal klein, mal nah, mal etwas weiter entfernt. Manchmal raschelt es zwischen den Blumen und den Büschen, Bäumen. Aber euch richtig zu nahe kommen tut er eigentlich nie. Oder sie, je nachdem, was es ist. Das klingt nach einer nicht sehr entspannten Nacht für Lumen. Also näher, mehr als ein Schemen wirst du da nie wahrnehmen können, weil es ist halt irgendwie. Taucht mal auf, geht wieder weg.
ich flemme mal nicht den ganzen Garten nieder. Ich denke das erstmal so weg. Ja, und am nächsten Morgen werdet ihr, wenn nicht von eurer Wache, dann zumindest vom aufgeregten Treiben der kleinen Dorfbewohner geweckt von Feen, die umherfliegen und euch Feenstaub um die Nase wehen oder Insekten, die um euch herumschwirren oder kleinen Zweigenmännchen und Frauchen, die da herumlaufen und irgendwie Körbe und Säcke und allerlei anderes Zeug durch die Gegend tragen. Manche sehen aus wie Blumen, einige eher so wie Wurzeln. Manche sehen aus wie Tiere, so knorrige Tiere, die man sich so hätte schnitzen können. Das würde zum Beispiel Snorri wahrscheinlich ganz gut machen, weil er ist ja meisterhaft im Schnitzen. So Schnitzfiguren von Tieren vielleicht. Aber die scheinen euch größtenteils zu ignorieren. Also manchmal gucken sie zu euch rüber und die Feen machen sich Spaß darauf, euch zu ärgern und euch wach zu machen, wenn ihr noch nicht richtig wach seid, aber ja. Ich gucke das alles erstmal so an und bin total fröhlich und freundlich und würde am liebsten da mitten rumwuseln. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen genervt, wenn irgendwie so eine Fee wieder rumkommt und dann scheuche ich sie so weg. Moskito. Ja, jetzt, zuschlagen traue ich mich nicht. Hinterher weiß ich nicht, töte ich einen Familienvater oder... Könnte sein, ja. Den Sohn oder die Tochter von irgendjemandem, man weiß es nicht. Kriegserklärung, Weiden gegen die Feenwelt. Faszinierend hier. Ich hoffe, ich hoffe, ich kann mir merken, wie diese wunderlichen Gestalten hier aussehen, um dereinst, wenn wir zusammen an irgendeinem Feuer sitzen und das Abenteuer vorbei ist, ein Diorama zu schnitzen. Story, woran merkst du, dass du zu oft mit Magiern unterwegs bist? Es sieht irgendwie so aus, wenn ich aufwache. Ja, ist auch ein Indiz. Und das zweite Indiz ist, man benutzt so Wörter wie Indiz oder faszinierend. Was soll das denn heißen? Meint Hilberto. Damit meint er, Klugheit ist ansteckend und die beiden waren bisher noch sehr gesund. Ach ja. Man könnte doch meinen, das könnte eine Beleidigung sein. Ja, es ist immer so nett, von diesem Horasia beleidigt zu werden. Man merkt es immer nur so ein ganz bisschen. Es klingt immer so nett und dann denkt man, Pong, au. Du merkst meint, es mittlerweile. Wieder das war gar keine Beleidigung, das war eine Feststellung. Okay, ich denke, wir gehen jetzt hoch zu dieser Balania oder irgendwie sowas. Ja. Nämlich erst zu der zu der Dryade. Also der ja, Balania war die Dryade. Ja. Praktisch, ja. Wenn wir auf dem Weg unsere Kleinigkeit zu essen kriegen würden, wäre das gut. Irgendwie. Ich finde es so spannend, ich meine, die haben ja auch erfahren, also die haben ja auch diesen Hilferuf vernommen und es hat wahrscheinlich so wenig Leute interessiert, dass sie nicht mal eben eine Etage nach oben gegangen sind, um mal nachzugucken. Das finde ich schon sehr seltsam. Vermutlicherweise hat jemand mit dem Besen gegen die Decke geklopft. Kann natürlich sein. Die scheinen hier sehr mit sich selbst beschäftigt zu sein. So am Umwerken, herumwuseln. Wir haben, glaube ich, andere Sachen zu tun, dazu einen Hilferuf zu folgen. Aber vielleicht finden wir das ja bei der Dryade raus. Spricht nicht unbedingt für diese Wesen. Aber gut. Boah, ich glaube, sie sind nicht so. Also vielleicht haben sie eine andere Vorstellung des Lebens als wir. Ja, das denke ich auch. Es ist einfach, ja. Das ist ja schön, dass sie eine andere Vorstellung haben, aber wenn man einfach einen Hilferuf ignoriert von jemandem, spricht das für ein Volk, finde ich. Und zwar nicht im Positiven, meiner Meinung nach. Ja, aber vielleicht wollen sie halt einfach keine Probleme haben. Ich meine, manchmal gibt es das, wenn Leute sich aus Sachen... Man kann das ja noch so schön entschuldigen, allerdings, also, möchtest du das jetzt als positive Eigenschaft sehen? Ich sehe es als negative. Was soll denn so eine kleine Fee ziehen, wenn da so ein Hilferuf kommt? Ja. Was? Weißt du was, Lumin? Die Zeit, in der du dir darüber den Kopf zermarterst, könntest du auch mit Retten verbringen. Ergo,
Ab dafür. Gut, Dachte gehen wir. mir gerade. Ich bin ja schon alt und ich höre nicht mehr so gut wie früher. Und vielleicht hören diese kleinen Wesen diesen Hilferuf gar nicht. Sie haben doch erzählt, dass Sie den Hilferuf wahrgenommen haben. Na, stimmt, da muss ich irgendwie gerade nicht aufgepasst haben. Das macht nichts. Hier gibt es auch genug, wovon man Oh. abgelenkt wird. Ist so. Hörst du eigentlich, hörst du eigentlich so schlecht, weil du das nicht hören kannst oder weil du nicht richtig zuhörst? Ja. Mal so, ja? Alles klar. Früher habe ich vielleicht schlecht gehört, weil ich nicht richtig zugehört habe. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber naja, Heutzutage kommt die Schwerhörigkeit noch mit dazu. so ist es. So ist es. Früher hat Meister Norik immer gesagt, schneid dir nicht in die Finger. Und naja, guck sie dir an hier. Vernarbte Daumen. So war das. Und heute, ich werde alt. Naja. Das Okay, klingt aber gar wie nicht so Aricio schon schlecht. gesagt hat, lass uns los. Und ich gehe voran. Vielleicht finden wir auf dem Weg auch noch zu essen für Taschmeri. Sie sieht schon ganz verhungert aus. Brauchst du noch was zu Verhungern bin ich essen? Ich nicht. Sollten glaube, wir ich jetzt habe noch noch. das? Ich hätte noch etwas im Rucksack, wollte ich damit sagen. Ist vielleicht ganz gut. Ja. Wenn wir den Danke. Baum noch weiter rauf wollen, wir wissen nicht, wie weit hoch es noch geht. Taschmeri wagt mal so einen Blick nach oben. Das ist nur ein gutes Stück. Gerade mal auf der Hälfte, wenn du das schätzen müsstest. Aber Vorräte auffüllen ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil wenn ich so in meinen Rucksack gucke, ich habe auch, also das hier kannst du noch haben und dann habe ich, glaube ich, aber auch nichts mehr. Danke. Ja, Kleinigkeit. Vielen Können wir Dank mal dafür. schauen, Shayariel? Ja. Möchtest du vielleicht mit diesen Wesen interagieren und die fragen, ob sie uns etwas Proviant mitgeben können? Mit welchen jetzt? Das sind hier ganz schön viele und ich sehe jetzt nicht diese hintere, die mit dem wir gestern geredet haben. Sucht er welche aus oder wir gehen noch mal zu deren Hütte? Ja, dann lass uns doch nochmal zu deren Hütte gehen und da fragen. Weil jetzt hier irgendwelche emsigen Feen aufzuhalten, die sind so wie Bienen. Ich weiß nicht, nicht, dass die dann stechen oder so. Oder uns auf den Kopf hauen. Ich würde es nicht riskieren. Lass uns doch lieber nochmal zu Hilfe gehen und da fragen und dann gehen wir weiter. Nach dir. Also laufen wir dann nochmal zu Hilfe vorbei und gucken, ob die da sind. Dann werdet ihr da nochmal mit Proviant ausgestattet. Ein paar Möhren und ein bisschen Kohl und Honig. Super. So haben sich das die Menschen bestimmt vorgestellt. Also ich bin überrascht, dass die hier Wurzelgemüse auf so einem hohen Baum haben. Aus dem Garten natürlich. Der Gärtner schafft das, das hier anzubauen. Ja, dann bedanke ich mich nochmal bei denen überschwänglich auch für die Übernachtungsmöglichkeit. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter und suchen die Oberdryade. Was wollten die denn jetzt von der? Na, wir wollen sie fragen, wegen des Hilferufs, ob sie den gehört hat. Und wo wir da hin müssen. Nach oben wahrscheinlich. Ja, aber wo oben? Gibt es noch mehrere oben? Nicht, vielleicht. Nein, aber vielleicht weiß sie ja mehr und wir gehen nicht ganz so Ach so. unwissend da hoch. Ja, gut. Außerdem wäre es auch unhöflich, wenn wir schon aus einem anderen Land kommen und ihr gar keinen Besuch abstatten, oder nicht? Weiß nicht. Wenn ihr was anderes zu tun habt, fände ich jetzt nicht unhöflich. Oh. Also man kommt auch weiter nach oben, ohne bei eurer Chefin aufgelaufen zu sein? Ja. Muss ja nur die Treppe hochgehen.
Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht direkt hoch, weil dann kommen wir auch nicht in diplomatische Verwicklungen aus Gründen. Ich hatte gerade noch eine Idee. Hier ist ja irgendwie manches sehr, sehr klein und manches sehr, sehr groß. Gibt es hier irgendwie sowas wie große Insekten, wo man sich irgendwie, was weiß ich, habt ihr schon mal hier irgendwo eine übergroße Hornisse gesehen, an der man sich irgendwie festhalten könnte, mit der man hochfliegen könnte oder sowas? Wieso sollte man Weiß das schon, denn wie wollen? hoch wir sind. Ich würde hier nicht mit so einer riesen Hummel fliegen wollen, weil der Fall wird verdammt tief und verdammt tut verdammt weh. Auch das ist wahr. Ich überlegte nur, wie ich. Also, diese Treppen. Vor allem, wenn wir ungefähr auf der Hälfte sind, Herrgott, das dauert ja noch ewig, Frage ist, ob bis sie wir da oben ganz, sind. ganz oben ist oder irgendwo auf dem Weg nach oben. Alter Mann, wenn du es nicht mehr schaffst, nehme ich dich Huckepack. Soll dein alter Ab Mann dann. heißen, mein Silberhaar? Genau, ich hau Snorri so auf den Oberschenkel. Na, zieht's schon, oder was? Freund, ich könnte dich an einer Hand hier über den Ast halten. Nicht, wenn ich vor dir auf der Treppe bin, dann kommst du nicht so schnell hinterher, offensichtlich. Also, los! Ab, ab, ab. So leicht kriegt man alte Männer Okay, auf motiviert, geht's. nuschelt er nur zu Alricio. Dann brechen wir jetzt halt auf und laufen weiter hoch. Schade, ich hätte so gern diese Liebesgeschichte gehört. Was für eine Liebesgeschichte. Da zwischen der Wir? Triade und dem Baum. Hat der Baum nicht irgendeinen anderen Baum in Weiden, mit dem Ja, er. aber das ist ja das Interessante. Das ist ja, eigentlich ist er ja mit der Triade zusammen. Dann sollten wir es rechtlich bei der Dryade vorbei, wenn du vorhast, das mit ihr zu erörtern. Gute Weiden, schlechte Weiden. Das wäre nämlich nicht sehr traviergefällig, wenn man mit zwei unterschiedlichen anbandelt. Ist das nicht so? Also bei uns ist das üblich, dass man mehrere Elfen lieben kann und mit mehreren auch Freundschaften und Beziehungen pflegt. Das hört sich irgendwie falsch in meinen Ohren an. Doch, das ist sehr schön. Liebe ist ja unendlich, die kann man mit unendlich vielen anderen teilen. Außerdem weiß man ja nie, aus welcher Paarung vielleicht ein Kind entstehen könnte. Das ist also, das muss ja auch alles vorher geplant werden. Aber wir sind verdammt, oder was? Was ist mit der Elfe los? Hä? Was redet ihr da? So wie die Elfe redet und wir sind für die Elfen die Bösen und sie redet sowas. Ja, weil ihr irgendwie das an Besitztum koppelt, aber Was? das ist ja Nein. Badog. Das an Besitztum, Liebe kann man ja nicht an Besitztum koppeln oder Nein, überhaupt. niemals. Man kann Snorri. Menschen nicht besitzen. Snorri, jetzt mal ganz ehrlich. Im Ja. Horasreich haben wir deshalb so viele Balkone. So viele stabile Balkone, ja, damit man da mit Bettlaken runterklettern kann, falls der Ehemann auftaucht. Sodom und Wenn Gomorra hier. der Ehemann auftaucht, dann haut man sich so lange, bis einer nicht mehr aufsteht. Nein, Ganz man einfache versteckt sich im Lösung. Schrank oder man klettert den Balkon runter. Das Hallo, gehört zu. Feiglinge verstecken sich im Schrank. Gehört zum guten Ton einer Affäre, dass man das tut. Und dann gibt es ein Deswegen seid ihr ordentliches Hora. Duell. Deswegen seid ihr so Nicht so eine verweichlicht, weil Klopperei. ihr euch nicht ordentlich aufs Maul hauen könnt, wenn es drauf ankommt. Ja, Hattet ihr auch genau, weil nie. wir uns nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit einfach gegenseitig die Fressen polieren. Vielleicht Alles solltet ihr das klar. einfach doch mit Reden versuchen, dann gibt es gar keine Streitigkeiten. Dann kann man einfach alles über alles reden. Und wenn jemand doch eifersüchtig ist, redet man auch drüber. Und Das wenn sagt nicht, dann eine ist auch Partei auch gut. immer in dieser Situation. Man kann doch über alles reden. Meistens geht es Ihr der seid Partei danach komisch. nicht mehr ganz so gut, aber Die andere Partei ist eher nein. so Torwald unterwegs. Das passiert bei uns alles gar nicht. Also Es ist alles sehr entweder offen. so viele Zähne, wie er Rincio noch hat, ist er entweder wirklich, wirklich gut im Reden oder haut immer als Erster oder ist ein Feigling und versteckt sich in meinem Schrank und versteckt sich so gut, dass er nicht gefunden wird. Wir werden es nie erfahren. Alberto klopft Snorri auf die Schulter. Du solltest also öfters mal in deinem Schrank nachsehen. Ich besitze überhaupt keinen Brand. Und das, obwohl du in Holzarbeiten so gut bist und du hast keinen Schrank? Ich habe eine Kiste. Dann vielleicht öfter die Kiste kontrollieren. Alricio kann sich klein machen. Ach, die mache ich einfach 8 Wochen zu und guck dann, was passiert. Fängt da irgendwann an zu stinken, das ist unschön.
Okay, wofür gibt es Salzwasser? Hochgehen. Ich weiß nicht, ob ihr gefällt. Streiten. Wir wollen heute doch noch dem Hefebuch folgen und nicht uns über menschliche, komische Liebeskonstrukte unterhalten. Um den Snorri nochmal richtig anzutreiben, und ich mache mich schon zum Weglaufen bereit. Wer sagt denn, dass die Kiste erst dann anfängt zu stinken, wenn da jemand drin verwest? Und jetzt laufe ich. Ich stöhne einfach nur so ein bisschen resignierend. Das sind Ansichten. Und wahrscheinlich bin ich dann auch wieder einer der Letzten, die dann hochgehen. Silberhaar beugt sich so zu Tashmiro rüber. Ob Ariccio begriffen hat, dass Snorri derjenige ist mit den Stiefeln, die ihn schneller laufen lassen? Ich fürchte nicht. Er war ja mit anderen Kämpfen. Er hat mit mir gekämpft, als wir gegen die Schattenwölfe geredet haben. Tja. Herrlich. Na eben. Dann macht ihr euch auf den Weg zur Treppe, die natürlich nach oben führt und dann sich auch wieder in dem Astwerk des Baumes verliert. Und lauft immer weiter, immer höher um den großen Baumstumpf herum. Kommt dann nach einigen Stunden anstrengenden Marsches nach oben auf einem Ast, der ist breiter und länger als die meisten Bäume, die Shayariel aus ihrer Heimat kennen würde. Ne? Also ein einziger Ast ist vielleicht genauso dick oder breiter sogar als ein ganzer Baum. Und ihr schreitet auf diesem Stamm entlang und müsst euch durch einiges Blätterwerk hindurchkämpfen und steht dann auf einmal mitten auf diesem Stamm in einer Art Halle oder Tunnel mit allerlei Verzierungen, als wäre aus diesem Stamm eine Art Gebäude gewachsen. Was ihr ja schon mal gesehen habt, als ihr bei den Waldelfen wart. Über euch grüne Blätterkuppeln, getragen von Säulen aus Holz. Am anderen Ende dieser Säulenhalle oder dieses tempelartigen Gebäudes, könnte man vielleicht sogar schon sagen, durchfluten Lichtstrahlen. Alles, was hier ist. Und machen es hier wirklich hell. Als ob jemand die Sonne von dort aus hier hinein verteilt hätte. Das sieht mir nach dem Schloss von dieser Dryade aus. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Die Dryade war doch noch im Dorf. Wie das ja, da seid ihr schon lange raus, ja. Ganz weit oben. Sieht eher aus wie so ein elfische Behausung. Mhm. Ist das so? Okay, ich dachte, wir hätten hochgemusst, um zur Dryade zu gehen. Aber okay, gut, dann. Wir sind ja gar nicht zur Dryade, wir sind vorbei. Die Dryade war irgendwo im Dorf noch. Wir sind ja direkt zum Treppe hoch weiter. Ich guck mal nach oben, geht's noch weiter hoch? Ja, ihr seid ja gerade in diesem Tunnel halt, ne? Okay. Achso, in diesem Tunnel ist dieser Tempel. Also es ist halt ein Ast und dann der Ast wird irgendwann zu so einem Tunnel. Okay. Geht aber weiter nach oben. Ja gut, sollen wir uns hier einmal umschauen? Aber in unserer Vision habe ich nichts von sowas gesehen. Also sollten wir vielleicht einfach weitergehen. Ja, die Möglichkeiten dieser Vision schienen auch begrenzt zu sein. Es war ja wirklich nicht der komplette Weg, sondern irgendwelche markanten Punkte, die gezeigt wurden. Es war aber nicht der Endpunkt, soweit ich mich erinnere. Bitte? Lass uns nicht nachgucken. Ja, lass uns einfach weiter hochgehen. Das funktioniert schon. Genau, weiter hochgehen, ja. Und schon noch ein bisschen so scharf, da reinzugucken. Nach der nächsten Biegung macht dieser Tunnel eine kleine Öffnung nach rechts. Und wenn ihr dann dorthin schaut, seht ihr eine große Plattform. Also quasi so ein Ast, der nach draußen wächst. Aber halt platt und ja, wie eine Plattform halt, ne?
mit einer Art Geländer auch dran, aber das ist gewachsen aus dem Holz des Baumes. Da würde ich zumindest mal aussichtstechnisch gucken wollen. Ja, schaust wahrscheinlich, wenn deine Richtungssinn dich nicht trübt, nach Süden, kannst du aber auch nach Westen schauen. Also vom Süden nach Westen kannst du eigentlich alles überblicken. Du siehst die bewaldeten Berggipfel, kannst sogar irgendwo in der Ferne ein Meer erkennen und du siehst die Ebenen, die südlich der Salamandersteine sind. Fantastische Aussicht. Weit kannst du sehen. Und wenn Snorri da hinschaut, kann er irgendwo in der Ferne, da wo das Meer ist, da müsste irgendwo Torwald sein. Kann man von hier aus sehen. Wow. Das ist wirklich weit. da ist meine Heimat. Wo da vorne, wo es so glitzert, ist das Meer? Ja. Das, was da so glitzert, ist Gareth. Süden. Nein, das ist ja natürlich, ich meine, das da andere, das, was so leicht bläulich schimmert und glitzert, aber das andere ist Gareth, ja. Wir können Gareth von hier aus sehen? Irre. Vermutlich. Magie. Ja. Es dürfte mich eigentlich nicht mehr wundern. Gut, gehen wir weiter. Und guckt noch mal ein bisschen verwirrt in die Richtung und schüttelt dann und geht weiter. Ja. Weiter hinauf. Geht immer weiter nach oben. Snorri, geht's nur? Wenn du eine Pause brauchst, sag Bescheid, ne? Bis ihr irgendwann auf immer mehr von diesen Behausungen, die sich aus diesem Gang herausschälen, trefft. Also immer mehr, ihr kennt das ja, weil ihr da auch gewesen seid, so waldelfisch anmutende Behausungen, die aus dem Baum herauswachsen. Teilweise Meditationsräume könnt ihr sehen, richtig alle eingerichtet. Einige Innenhöfe, sogar mit hängenden Gärten, mit Obst und Gemüse. Eine Art Sternenwarte könnt ihr erkennen. Türen, Durchgänge, viele Fenster. Aber alles verlassen. Ne? Hängebrücken zwischen den einzelnen Gebäuden. Ja, ihr seht momentan niemanden. Aber ihr habt irgendwie das Gefühl, dass irgendwer hier anwesend ist. Und ihr hört auch jetzt irgendwann, fangt ihr an, so dieses typische elfische Sing-Sang-Ding zu hören, was ihr auch schon in dem Waldelfendorf mal gehabt habt. So ähnlich klingt es zumindest. Shayariel, was wird da gesungen? Kannst du da irgendwie antworten? Ist da jemand? Versuch mal zuzuhören, ob ich die Melodie erkenne. Spricht Shayariel Astaria, also die alte Elfensprache? Nee. Ich kann es nur lesen. Dann kannst du es nicht verstehen. Ich kann dazu nichts sagen, ich kann es leider nicht verstehen. Es wird auf Astaria gesungen. Auf was? Die alte Elfensprache. Die erste. Okay, gut, dann lasst uns halbwegs friedlich aussehen und mal weitergehen und schauen, was passiert. Wir denn irgendwo lokalisieren, aus welcher Richtung das kommt? Oder irgendwie? Überall um euch herum. Es scheint davon überall zu kommen sein, nicht wie in dem Dorf, wo wir waren, wo wir aufgebrochen sind. Deswegen Augen und Ohren aufhalten und einfach weitergehen. Ja. Lauft zwischen den verschiedenen Gebäuden hin und her und über euren Köpfen weht nun ein starker, aber gleichmäßiger Wind. Die gewaltigen Äste und Blätter wiegen sich in einem unsichtbaren Rhythmus vor euch hin und her, von den dicken Ästen am Stamm bis zu den feinsten Verästelungen außen. Humus und Luft scheinen hier eine zauberhafte Symbiose einzugehen. Sie scheinen aufeinander zu reagieren und miteinander zu spielen oder zu tanzen. Es ist immer dieser Gesang zu hören, mal leise, mal klagend,
Mal laut und voller Elan. Und dazu wiegen sich die Äste hin und her. Und die ganzen Gebäude mit. Ach, hier würde ich gern bleiben. Wäre es nicht schön, wenn wir uns einfach hier alle niederlassen würden und für immer wohnen? Wir Für könnten so immer? eine neue elfische Siedlung aufmachen und hier über Jahrhunderte überdauern und einfach zuschauen, wie sich die Welt weiterentwickelt. Mit 2,5 Elfen eine neue Elfensiedlung aufmachen? Die beiden sind vor allem die sind nämlich vor allem alle weiblich. Das ist ja, also wir können doch einfach hier ein paar Jahrhunderte bleiben und einfach beobachten, was die Welt so Also ich bin froh, wenn ich ein Jahrhundert schaffe. Ja. Werdet ihr nicht so alt? Nein. Nee. Nein. Das ist aber schade für euch. Ja. Ich halte das für gar nicht so schlimm. Also ich habe keine Lust, hier 100 Jahre zu verbringen. Ein paar mehr. Also bisher habe ich noch Spaß an meinem Leben. Also. Nach der nächsten Windung entdeckt Snorri als allererstes, dass ihr irgendwie dass ihr einem Aufbau gerade euch nähert. Irgendwie das Konstrukt, durch das ihr gerade durchlauft, das kommt dir bekannt vor, auch wenn es viel, viel riesiger ist als das, was du auch von den Schiffswerften aus Torvald kennst. Aber das hier ist eine Art Werftgebäude. Zimmermanns Werkzeug kannst du erkennen. Einzelne Teile von Schiffstakelagen. Leute, wir sind in der Werft. Was da. Ist das? Das ist ein Ort, wo man Schiffe baut. Hier, schaut mal, da die Takelage. Hier die Werkzeuge. Und da die langen Spanten. Snorri schaut aus einem Fenster heraus und sieht draußen auf einem großen Gestell zwischen den Ästen wahrhaftig ein Schiff. Da, schaut! Wie als würde es in Torval auf einer Werft stehen. Man hat es von allen Seiten ist es zugewachsen in dem Baum, aber man könnte es sogar über die Äste gut erreichen. Es wirkt majestätisch, prächtig und herrschaftlich, thront fast auf diesen Ästen. Scheint auch nicht wirklich fertiggestellt zu sein. Die Segel sind noch nicht vollendet, ragen aber schon ein bisschen in die Höhe. Und du fragst dich ganz kurz, was soll so ein Schiff hier oben in einem Baum? Hier ist doch gar kein Wasser. Ja, da ist ein Schiff. Ich sehe hier kein Wasser. Was ist damit? Hatten wir im Elfendorf nicht von einem Elfenschiff gehört, das geflogen ist oder sowas? Aber wie soll das fliegen? Es hat ja noch nicht mal Flügel. Shariari hat mir erzählt davon. Hm. Faszinierend. Weiß Wafnir, was für ein Schiff. Ja. Beeindruckend. Dann hört Shayariel zuerst, weil sie das Bessere gehört hat, Werkgeräusche. Das Sägen und das Klopfen. Das Zurren. Ich wollte gerade sagen, Sägen bei Elfen? Oh mein Gott. Da ist. Hört ihr das? Da scheint noch jemand an dem Schiff zu arbeiten. Hört ihr die Geräusche? Ja, jetzt, wo du es sagst, aber ich sehe niemanden. Ich dachte, diese Siedlung ist verlassen, aber bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich meine, wenn der Gesang hier erklungen ist, muss ja auch jemand hier sein. Das ist, weil es schien mir dem Baum nicht so zu sein, dass hier wie der Plattform, wo wir genächtigt haben, wo alles gesammelt wird, dass nicht gesammelt wird, sondern es ist ein aktiver Gesang, der jemand singt. Snorri fällt auf mit seinem geschulten Blick, was Holzwerk angeht, dass die Werkzeuge, die sich hier überall schön und feinsäuberlich aufgehängt finden, alle aus Holz sind. Also auch die ihr wahrscheinlich aus anderen Materialien habt, also Hämmer aus Holz, alles hier und da vielleicht mal ein Sägeblatt oder so aus Metall, aber dann auch aus einem ziemlich leicht aussehenden Metall. Aber sonst ist hier alles, jede einzelnes Werkzeug aus Holz. Geh da mal näher ran. Ich gehe da so ran und also
versuche so die Linien nachzuvollziehen, das irgendwie anzuschauen und scheue mich aber deutlich, das anzufassen. Faszinierend. Wie bearbeitet man mit Holz, Werkzeugen Holz? Also, manche Werkzeuge weißt du auch gar nicht, wofür sie sein sollen. Die sehen so komisch aus, wie irgendwie verwurzelte Knochensplitter oder so. Oder eins sieht aus wie so eine Mohrrübe, die so ein bisschen in sich verdreht ist. Irre. Ich finde es ja spannend, dass du es so spannend findest, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendwie Geister aus der Vergangenheit irgendwie sind oder irgendwie sowas in den Dreh. Wir sollten vielleicht weiter zu demjenigen, der um Hilfe gerufen hat. Hier scheint ja, vielleicht ist es ein alter Zauber oder irgendwie sowas, was hier noch auf diesem Ort liegt. Das mag sein, das mag sein. Ich versuche mir das alles so gut wie möglich einzuprägen. Einen Raum weiter findet ihr eine merkwürdige Apparatur und könnt sie sogar gerade sehen, wie sie sich mit einer gewissen Mechanik gerade bewegt. Alles komplett irgendwie aus Holz, aber irgendwie auch in diese Baumwelt eingefügt. Die Apparatur bewegt sich und ihr könnt nicht wirklich sehen, wodurch sie sich bewegt, vermutlich mit Magie. Adeptatas ja vermutet das zumindest. Und als ihr an die Decke schaut, seht ihr auch ganz viele Spinnenweben an der Decke mit zahllosen Spinnen, die dort drin sitzen. Kleine, nicht große, also schon etwas größere, aber jetzt keine bedrohlich großen Spinnen. Und die Spinnennetzfasern gehen über auf diese Maschine. Und anscheinend scheint diese Maschine die zu verarbeiten. Sie walzt und dreht sie und macht Zöpfe daraus. Oder Seile vielleicht. Die Apparatur scheint daraus, auch wenn ihr weitergeht, das ist ein riesiges Ding, etwas zu fertigen. Und wenn ihr einmal darum herumgeht, seht ihr auf der anderen Seite etwas, was Snorri als Segel identifizieren würde. Das Spinnen, diese Maschine spinnt aus Spinnenweben ein Segel zusammen. Snorri, wir hören dich irgendwie nicht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie geht das? Also, ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Das ist ja irre. Ich versuche, so einen Blick in diese Maschine zu werfen. Aber, ihr wollt sicherlich weiter. Ich könnte hier noch Stunden zubringen. Ja, wir sollten weiter. Stundenlang könnte ich hier noch sitzen. Ja, aber das Schiff hat bestimmt nicht um Hilfe gerufen. Das ist nämlich noch gar nicht fertig. Korrekt. Dementsprechend lassen wir dieses Konstrukt, dieses Segel bauen. Wer weiß, vielleicht hat das Schiff auch den berühmtesten Torwaler Schiffszimmermann zur Hilfe gerufen, damit es fertig gebaut wird. Nein, ich sehe hier keinen Jalte. Keinen wen? Ich halte den Elfenretter. Alter, du solltest echt die Filiasson-Saga lesen, Mann. Oder die vorsingen lassen. Ist doch irgendein torvalisches Buch, oder? Ein torvalisches Lied. Bücher sind was für komische Horasier. Für Leute, die nicht die Zeit damit verschwenden, sich gegenseitig zu verprügeln. Für Leute, die nicht mehr in der Lage sind, sich Geschichten am Feuer zu erzählen, du Banause. Dann kannst du uns die Geschichte ja heute Abend. Schmero hat das Gefühl, dass ihr beobachtet werdet und hast ein Schemen gesehen Richtung des nächsten Raumes. Der Schmero wendet den Kopf dann plötzlich zur Seite. So, habt ihr das gesehen?
Nebenan scheint jemand zu sein. Oh. Ernsthaft? Ja? Die Hand von Lumin geht an das Schwert, er zieht es aber noch nicht. Lass uns einfach mal. Vorsicht, lass uns einfach mal hingehen und ja. Schauen. Ich glaube nicht, dass hier böse Kräfte an. Wegen Vorsicht habe ich meine Hand am Schwert, das ist alles. Ja. Shayari, wieder nichts für den Horasier. Wir dringen hier in diese Werft ein. Also. Ja. Das ist korrekt, deswegen gehst du vielleicht vor, weil sollte es dieser besagte Elf sein, der um Hilfe schreit, ist es vielleicht besser, wenn er erst einen Elfen sieht. Also, dann würde ich hier jetzt keine Gefahr erkennen, um die er um Hilfe schreien müsste, aber ja, ich kann gerne vorweggehen. Ich bin direkt hinter dir. Nun, als in ja, den... ja, er hat von Tag zu Tag bessere Laune. Als du in den nächsten Raum hineinschaust, siehst du eine elfische Gestalt, wie sie über einen Tisch gebeugt irgendetwas tut. Kannst es nicht genau einschätzen, was es sein soll. Wuchtelt ein bisschen mit den Händen hin und her und scheint auch irgendein Werkzeug zu benutzen, das dir allerdings fremd ist. Und ja, mit dem Rücken zu euch steht sie da an dem Tisch und arbeitet irgendetwas. Sie nimmt uns nicht wahr. Anscheinend nicht. Dann summe ich erstmal so langsam ein Lied, damit sie uns hört und sich nicht erschreckt. Oder ja. Scheint nicht auf dich zu reagieren oder auf dein Gesinge. Dann grüß dich einmal laut. Sag hallo. Man hält die Gestalt, hat die Gestalt erstmal inne und dreht sich dann zu dir herum. Und du erkennst die Gestalt aus deiner Vision. Die Gestalt, die von der die Waldelfensippe gesungen hat. Ein junges Gesicht schaust du. Eindeutig zu erkennen. Das muss Amalaya sein. Was irgendwie aber ziemlich merkwürdig ist, weil in dem Lied hieß es, dass sie tot ist. Ich bin verwirrt. Ja. Was ist los? Ich würde mich erstmal vorstellen und sagen, hallo, ich bin Shayariel und bist du Amalaya? Ja, mein Name ist Amalaya, die Madayas Traum verfolgt. Kurze Frage, verstehe ich das, was die sagen, oder nicht? Du verstehst es. Okay. Ja, okay. Wir wollten gar nicht hier unhöflich sein und dich bei deiner Arbeit stören. Wir sind einem Hilferuf gefolgt, den wir gehört haben, und wir hatten sie hergeführt. Ja, ich hab doch noch euch schicken lassen. Kommt und helft mir, packt an, ich zeig euch alles. Wir sollen mit dir das Schiff bauen? Deswegen seid ihr doch hier, oder nicht? Eigentlich, weil hier jemand um Hilfe gerufen hat. Ja? Das wart ihr? Ich benötige Hilfe. Es ist wichtig, dass ich mein Meisterstück vollenden werde. Zeig auf das Schiff. Das Schiff? Ja. Kriege ich das mit? Hm? Ich darf daran mitbauen? Deswegen bist du doch hier, oder nicht? Ich werde, also, ich gehe kurz, deute an, ein bisschen meinen Kopf zu senken. Und mit Freuden. Und Ehre. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, aber seid ihr nicht die Hilfe, nach der ich gerufen habe? Doch, aber hat das Lied nicht gesagt, dass ihr mit dem Schiff verbunden seid und gar nicht mehr am Leben? Welches, was für ein Lied? Also die Vision, die wir bekommen haben. Das klang so, als wärt ihr schon in den Träumen entschwunden und mit dem Schiff verbunden. Hä? Also, ich verstehe nicht ganz, was sie da sagt. Okay.
Dann vielleicht werden unsere Informationen ja falsch. Arichio? Arichio, kannst du mich mal kneifen? Nee, aber ich kann noch mal das machen und ich hau dir noch mal auf den Oberschenkel. Au! Au! Ich wache nicht auf. Das heißt, wir sind nicht in diesem komischen Traum. Hm. Ich bin sicher, ob wir in einem wie Traum wie sind. Madaya, aber wenn wir geträumt hätten, wäre ich doch jetzt aufgewacht. Oder ist das alles? Ah, vielleicht werde ich auch nur wunderlich. Aber was ist mit dem Dasa, das einbricht? Das sehe ich hier gar nicht. Ich dachte, wir kriegen den Hilferuf wegen des Dasas und nicht wegen des Schiffbauens. Das Dasa? Nein. Das Dasa ist hier nicht. Hier kann euch nichts geschehen. Dieser Ort ist den Elementen heilig. Hier seid ihr sicher vor dem Dasa. Okay, aber meint ihr, wir können euch helfen, dieses Schiff zu bauen? Aus welchem Grund wollt ihr dieses Schiff unbedingt bauen? Naja, es ist mein Meisterstück. Und ihr habt es so weit gebracht. Wozu braucht ihr für die letzten Meter uns? Damit es fertig wird. Moment, wir sind jetzt die ganze Zeit gereist. Durch die stärksten Widrigkeiten und dämonische Gegnerscharen, die wir besiegen mussten, nur um ein Schiff zu bauen? Das heißt, nur um ein Schiff zu bauen, es ist das Meisterstück. Es ist ein Schiff voller Mandra. Arbeite schon daran, solange ich denken kann. Irgendwann wird es die Ozeane der Luft bereisen. Ozeane der Luft? Also. Ja. Aber die Legenden sagen doch, das habt ihr alles schon getan. Sind wir in der Zeit gereist? Oder ist die Gegenwart gleichzeitig die Vergangenheit und die Zukunft? Ja, alles zu gut hier. Wir dürfen ein Schiff bauen, Freunde. Wir dürfen ein Schiff bauen. Ich kann kein Schiff bauen. Ich kann ein bisschen Silber schmieden, aber das war's. Ja, dafür schon. Bin ich doch hier. Na, wie ihr seht, ist das Schiff noch nicht vollendet. Eure Informationen scheinen nicht wirklich richtig zu sein. Auf der anderen Seite, dieses Streben nach Vollendung irgendwas. Shariari, würdet ihr nicht sagen, dass das eigentlich nicht gut ist? Vielleicht ist das Dasa schon hier, hat Besitz ergriffen von, vielleicht ist Ranga schon hier und hat Besitz ergriffen von der alten Elfe. Junge Elfe. Von ihr, nicht von dir. Nein, die ist auch jung. Das ist für meinen turbaler Kopf alles zu viel hier. Ich will ein Schiff bauen, verdammt. Das ist auch für mich zu viel. Ich keine Ahnung, was jetzt richtig und was falsch ist. Professor Silberhaar meint also, wenn das wirklich die Amalaya ist, die von denen die Elfen ihre Lieder singen, dann ist sie über tausende von Jahren alt. Ja, eben, das sag ich ja. Könnt ihr prüfen, ob sie tatsächlich eine so alte Elfe ist oder vielleicht wieder irgendwas Verwandeltes Böses? Wie soll ich das denn machen? Weiß ich nicht, mit eurem magischen Blick oder so. Ihr könnt doch da irgendwas prüfen. Muss eine so alte Elfe nicht irgendwie besonders mächtig sein oder sowas? Kann man das nicht sehen? Also, schaut euch das Schiff an. Sie ist, also, das kann jemand machen, der nicht irgendwie unglaublich mächtig ist. Sie kann alleine. Sie kann ja auch einfach erst seit einer Woche hier sein oder sowas und sich hier einfach lustig umgucken und gar nichts mit dem Schiffbau bisher zu tun gehabt haben. Ja, Lumin, das ist richtig. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Zeit hier so funktioniert, dass eine Woche auch gleichzeitig 10.000 Jahre sein könnten und auch wiederum nicht. Ich hoffe nicht, denn wenn ich wieder zurückkomme und nichts von dem, was ich, weswegen ich überhaupt reise, ist mehr da, hätten wir ein Thema. Hätte ich ein Thema. Aber könnte. Amalaya, wenn man sagt, die ganze alleine, die ganze Zeit schon, man baut dieses Schiff die ganze Zeit auch allein, ohne andere? Nein, natürlich sind die anderen mit mir zusammen hier. Wo? Wo? Ich ja, überall. Kommt mit. Okay, dann kommen wir mit.
als ihr den Raum dann wieder verlasst, nach draußen auf eine Plattform tretet, werdet ihr fast von einem Getöse erwartet, denn ihr seht unglaublich viele Elfen, die jetzt zwischen den Ästen, auf den Bäumen und umherlaufen, zu dem Schiff hin und wieder zurück Sachen hintragen oder einfach nur irgendwie vor sich hin singen, irgendetwas tun. Scheint ziemlich mehr belebt zu sein, als ihr gedacht hattet. Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Hier war es doch eben noch total ruhig. Man hat gerade mal einen Vogel gehört. Ihr habt die ganze Zeit schon dieses Singsang gehört. Haben die sich, können Elfen sich verstecken vor den Augen von Leuten, denen sie nicht trauen? Haben sich wahrscheinlich unsichtbar gemacht oder sowas. Das meine ich. Weißt du, geht sowas, Shahyariel? Leute, ihr habt Gareth und das Meer von diesem Baum hier gesehen. Habt ihr schon mal aus Gareth oder vom Meer aus diesen Baum gesehen? Nein. Nee. Nein. Also? Amalaya, wenn ihr hier so viele elfische Freunde habt, wozu braucht ihr uns? Naja, ich brauche Hilfe beim Vollenden meines Meisterstücks. Ich zeige auf diese Elfenmenge. Ja, sie helfen mir und ich brauche mehr Hilfe. Okay. Könntest du uns vielleicht einmal kurz so ein bisschen darüber erleuchten, worin diese Hilfe bestehen könnte? Sollen wir mitsingen? Sollen wir viele Sachen wir machen, Blutopfer je nachdem, darstellen? Also ich bräuchte zum Beispiel noch etwas Baumgarn oder ihr könntet Blattseile fertigen oder ich mit den Schiffsplanken Blumen geht. Etwas Bienenharz besorgen. Also du brauchst Laufburschen. Dafür sind wir. Versucht die anderen mal zu beruhigen. Warte, ihr könnt ganz viel tun. Ich glaube schon, dass wir aus dem Grund hier sind. Wir sind ja irgendwie durch die Zeit gefallen. Ich glaube, das, was hier passiert, ist nicht das, wofür wir da sind. Nicht? Also wir können gerne helfen, aber ich vermute, der Hilferuf hatte noch einen anderen Zweck, außer einen Schiff zu bauen. Ja. Hören wir eigentlich diesen Hilfe-Singsang noch? Haben wir den auf dem Weg rauf noch gehört? Oder war der verstummt? Hört er nicht mehr. Ja, der ist ja jetzt verstummt. Vielleicht ist irgendwas in der Zeit geschehen, als wir hochkamen. Aber vielleicht sollen wir jetzt genau das sehen, wie dieses Schiff gebaut ist und uns daran beteiligen, um dann auch zu verhindern, was in unserer Welt passiert. Ihr müsst das einfach so sehen. Wir haben jetzt die große Ehre, an diesem Ding mitzubauen. Unsere Hände dürfen da die Planken reintun. Ja, ihr seid doch die Begleiter des großen Schiffsbauers. Bitte, bevor du die Planken anfasst, ja. Okay. Es ist unglaublich. Also ich bin eigentlich eher so gut im Essen besorgen und so. Ich bin jetzt kein Former, aber ich kann auch gerne irgendwie Bienenwachs besorgen. Also fürs Erste könnt ihr mir einmal helfen, das Lied einzustimmen. Okay. Mach ich. Wir haben auch eine Harfe. Ja, schön. Und wenn wir die Harfe auch noch spielen, vielleicht haben wir dann. Kannst du gerne spielen, die Harfe. Das war doch ein bisschen. Kannst du ein bisschen zarter zupfen. Okay. Als ich. Malaya steigt auf eine kleine Plattform und deutet euch an, dass ihr mitlaufen sollt. Dann schaut sie ein bisschen ins Leere hinaus. Der Blick wird so ein bisschen glasig. Dann fängt sie an, irgendwas vor sich hin zu summen. Nimm mal die Harfe und spiel so mit und summen auch ein bisschen mit. Ja, das ist schon ganz gut. Machen die anderen? Lumen ist nicht mehr da. Lumen, bleibst du wohl hier und schleppst mit Planken? Was ist los mit dir? Der ist einfach straight irgendwo hingegangen, weiß ich nicht, wo er Aussicht hat oder sonst irgendwas. Der ist gerade not very amused anscheinend. Warum gibt's was zu tun? Verzieht sich der Weidner.
jemand eigentlich Lumin gesehen? Fällt dann Taschmiro auf und schaut so Arichi oder Snorri an. Snorri hat so eine Planke in der Hand. Nein, aber guck mal hier! Du müsst einstimmen. Ja, bei uns fehlt einer. Er wird schon kommen. Er ist groß. Ja. Ja, dann fängt der Schmero an zu summen und fängt dann vielleicht auch irgendwann, wenn sie sich der Tonfolge sicherer ist, auf der Flöte mitzuspielen. Snorri summt mit ungefähr gefühlte 5 Oktaven unter allen anderen 11. Mit Alricio? Ja, ja, klar, klar. Nur ich kann nicht singen. Versucht euer Bestes. Und der nicht anwesende Lumin bemerkt dann irgendwann, dass irgendwie die Äste oder dieses Gebäude, in dem er sich gerade irgendwie aufhält und mal irgendwie aufschnauben muss vor lauter Wut, anfängt zu vibrieren. Dann gehe ich mal lieber aus diesem Gebäude raus. Du siehst ja irgendwie auch der Ast, auf dem du stehst, der ganze Baum scheint zu vibrieren. Und dann siehst du über dir die Plattform, auf der deine Gefährten stehen und irgendwie zusammen mit Amalaya singen. Was ist das wieder für ein Hexenwerk? Und dann siehst du unter dir, wie so eine Art Wurzel aus diesem Baumstamm heraus wächst, sich dann wieder mit dem Baumstamm verbindet. Und du hast irgendwie das Gefühl knisternder Energie, die um dich herum wabert. Kann ich da irgendwie weg? Wo willst du hin? Willst du runterspringen? Das wäre dein sicherer Tod. Weiß ich nicht. Geht's noch weiter hoch oder sind wir jetzt ja, mittlerweile ganz... Zum Schiff halt, ne? Ja, aber wenn ich aus der Werft wieder rausgehe. Ja, zurück. Du könntest den Dreivierteltag wieder zurücklaufen ins Dorf von diesen Feen. Ja. Okay, es würde also nicht weitergehen. Ja, oben, ganz oben ist das Schiff, ja. Okay, ist die Werft und das Schiff. Ja, ich werde erstmal nur aus dieser Werft rausgehen und irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, warum das hier vibriert und warum das hier plötzlich anfängt zu knistern und zu funken. Das hört auch nicht auf, auch wenn du rausgegangen bist. Es ist so, als ob der ganze Baum irgendeine gerade Energie sammelt oder so. Das gefällt mir nicht. Ich will aber auch meine Leute nicht alleine lassen. Alle sind da. Ich guck nochmal zurück. Ach, verfluchte. Grummelt irgendwas. Ihr merkt das jetzt auch, die ihr da gerade singt, irgendwie, dass jeder Ton, den ihr mitsingt, irgendetwas bewirkt gerade. Also habt das Gefühl wirklich, selbst dieser schiefe Ton, den Arichio von sich gibt, der gerade gar nicht zur richtigen Melodie passt, aber er versucht sich ja anzupassen, aber es ist ja trotzdem ein schiefer Ton. Siehst dann irgendwie irgendwas, die Vibration des gesamten Baumes fühlt ihr auch, aber es fühlt sich halt gut an, weil es in der Melodie passiert. Und du merkst, dass dieser Ton, den du von dir gibst, eine Kraft aussendet. Und von dem Baum aufgenommen wird und weitergeleitet wird. Es ist so, als ob dieser Ton aus deinem Mund herauskommt, in den Baum fährt und dann weitergegeben wird. Weiter nach oben, die Äste entlang, hinein in das Schiff. Also ich werde zu meinen Leuten hingehen, aber ich werde das Ganze sehr misstrauisch beugen und ein wenig Abstand wahren. Und das Gefühl kommt über alle von euch, also ihr könnt die Töne, die ihr singt, ja beeinflussen und ihr könnt, wenn ihr jetzt so weiter in der Melodie mitspielt oder mitsummt oder mitsingt, könnt ihr damit spielen oder versuchen, Variationen zu erschaffen. Und dann werden sich auch die Bewegungen im Baum und die Energie um euch herum wird sich knisternd irgendwie ändern. Ihr habt das Gefühl, dass ihr dem Schiff bestimmte Dinge mitgeben könnt. Durch die eure Töne, die ihr macht. Je nachdem, an was ihr denkt oder was ihr gerade fühlt, wie der Ton sich bildet.
Was gibt denn Tashmero dem Schiff mit? Was mir gerade so in den Sinn kommt, ist halt dieses Gemeinschaftsgefühl. Und auch so vielleicht den Gedanken an ihre Mutter, wie sie halt ein bisschen dieses extreme Elfische ist, wie die Mutter irgendwas auch, weil ihre Mutter hat Metall bearbeitet hat. Das heißt, wird irgendein Schnörkel vielleicht entstehen, der so ein Muster hat, was vielleicht auch auf sich auf ihrer Flöte findet. Einfach weil es ja, was entsteht eingibt. In dem Schiff, siehst du jetzt gerade nicht, weil das Schiff ist noch ein bisschen weiter oben, aber du siehst, wie sich das vor deinem Gedanken formt. Und wie diese Energie durch den Ton in den Baum, über die Äste, wenn du die Augen aufmachst dann in meinem Spielen, hast du das Gefühl, diese Note wirklich zu sehen, wie sie den Baum entlang wandert und von dem Schiff aufgesaugt wird. Dann kommt ihre Melodie auch vielleicht ein bisschen mal kurz ins Stocken, aber sie fängt dann auch an und gibt halt weiter Kraft da rein. Manchmal auch ein bisschen Unsicherheit, weil jetzt nicht so, weil es alles ein bisschen wirr ist, aber im Grunde sich zu halten, dass sie zusammen dieses Schiff bauen und was auch immer sie dann damit erreichen wollen. Gemeinschaftsgefühl. Und was singt Shayariel? Ich singe vom Schmerz, eine Freundin verloren zu haben, an das Gaza. Und ich singe deswegen auch daran, dass das Schiff schafft, sich dem Dasein entgegenzustellen und nicht zu sein sich nicht von der Finsternis verschlucken zu lassen oder zerstören zu lassen, sondern stärker zu sein als die Finsternis. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ruft Amalaya zu euch rüber. Und dann formt Snorri seinen nächsten Ton. Ich denke so und gebe dem mit dieses Gefühl, dass diese Landratengemeinschaft so ein großes Abenteuer ist, dass wenn man sich mit anderen Leuten einlässt, man durchaus das größte Abenteuer seines Lebens entdecken kann. Die Lust am Entdecken und die Freude am Neuen und die gute Gemeinschaft. Und Ayricio? Schicksalsergebenheit. Egal wo du bist schon am richtigen Fleck. Auf dass das Schiff immer seinen richtigen Weg findet. Ja, und draußen oder jetzt irgendwie ein paar Meter nur weiter weg, immer wieder hin und her watschelnd und nicht genau irgendwas mit sich anfangen wissend, sieht Lumin halt, wie diese Energiewellen durch den Baum die Äste entlang in das Schiff gehen und du siehst auch jetzt, wovon das kommt, es geht von deinen Gefährten aus. Das macht mich nicht entspannter. Ich weiß gerade nicht, was passiert. Es ist nochmal so viel, um so viel mehr magisch, als ich bisher schon gesehen habe. Ja. Und jetzt auch von allen meinen Gefährten. Ich beobachte das und den Mut, den ich noch aufwiegeln kann, nutze ich, um da zu bleiben, meine Leute nicht alleine zu lassen bei dem, was auch immer hier gerade passiert. Aber ich komme jetzt nicht auf die Idee, plötzlich mitzusummen oder zu singen oder sowas. Danach ist Lumen gerade gar nicht. Der steht da und behält die Umgebung im Auge und hofft, dass er irgendwas tun kann, falls irgendwas schiefläuft. Ja, und irgendwann ebbt das Lied dann auch wieder ab. Und Amalaya deutet euch an, dass ihr ihr folgen sollt. Und ihr steigt noch ein paar Trassen weiter nach oben und dann auf die Äste, die euch Richtung Schiff bringen. Und betretet das erste Mal den Rumpf des Schiffes. Snorri mit seinem fachmännischen Blick sieht sofort, dass das Schiff wirklich noch nicht ganz fertig ist. Es fehlen noch so einzelne Bauteile und Planken. Es fehlt noch ein bisschen was in der Takelage. Und Seile und Riemen sind noch nicht richtig verknotet und so.
Ja, und Amalaya blickt sich zu euch um. Wir müssen kontrollieren, ob das geklappt hat, was wir gerade getan haben. Was genau ist denn gerade passiert? Na, wir haben das Schiff weitergebaut. Okay. Ja, dann. Rumin? Rumin, ich kann dich beruhigen. Dass man Kannst Schiffe, du das? Ja, dass man Schiff, oder, also, ich bin völlig, also, so habe ich auch noch nie ein Schiff gebaut, das ist total abgefahren. Und das soll mich beruhigen. Ich wollte sagen, du bist mit deinen großen Fragezeichen über deinem Kopf nicht allein. Bist du definitiv gut. Nicht, aber es ist irgendwie, naja, Teil unserer Geschichte, dass wir daran mitarbeiten jetzt gerade. Schon ziemlich cool, oder? Wer kann denn so ein Schiff aus Gesang erschaffen? Also außer die mächtigsten Former. Ja, aber wir sind da irgendwie mit jetzt rein. Wir sind da rein. Da dran mitgearbeitet. Ja. Wir sind da jetzt Teil des Schiffes. Reinwachsen lassen, ich weiß es nicht, das ist da irgendwie. Ja. Außer Lumin, der ist nicht aus. Malaya führt euch ins Innere des Schiffes, in den Schiffsbauch hinein. Und ihr durchwandert zahlreiche Gänge und Korridore. Und irgendwie wirkt dieses Schiff halt wie ein Schiff, würde Snorri sagen. Der Experte ist ja, ne? Aber die Wände sind irgendwie uneben und der Boden auch. Wurzeln und Stränge schieben sich durch das Holz, als würde es irgendwie noch zu dem Baum gehören. Feine Enden von Wurzeln verbinden sich gerade vor euren Augen mit Zielen irgendwo anders im Schiff, wachsen vor euren Augen schnell in eine andere Form, in die Takelage hier hoch, in die Höhenruder, in die Bordwände. Ein bisschen sieht es aus, als würden sich Nerven durch das Schiff ziehen. Oder Gefäße. Sie wachsen zusammen zu einem Holzpodest in der Mitte eines Raums, formen eine Halbkugel, formen Türen und manche fangen an, mit Licht zu pulsieren. Und als ihr dann einen zentralen Raum betretet, seht ihr besonders viele von diesen Wurzelsträngen, die sich in der Mitte in einer großen Kugel treffen, die in sich heraus pulsiert und wabert und in vielen verschiedenen bunten Farben schillert. Und dieses Wabern hat einen Rhythmus. Fast so wie ein schlagendes Herz. Stehen nur da mit offenen Augen. Okay, was soll dieses Schiff bewirken? Was soll dieses Schiff machen? Wofür baust du es? Es ist mein Meisterstück. Du wiederholst dich. Du baust es nur, damit es gebaut ist? Oder soll es einen Zweck erfüllen? Welchen Zweck benötigt ein Meisterwerk? Ich weiß nicht, du willst an einen bestimmten Ort kommen, deswegen brauchst du ein fliegendes Schiff? Nein. Nein, also baust du es nur des Bauens willen? Ja. Spannend. Es ist mein Meisterwerk. Das Stück? Ja, das habe ich verstanden. Danke. Aber Lumin, du willst mir doch nicht erzählen, dass du immer nur einen direkten Zweck mit allem, was du tust, verfolgst. Jeden Tag. Immer nur, ja, ich habe ein Ziel, darauf gehe ich jetzt direkt zu. Ja, wenn ich kein Ziel habe, sitze ich in der Schenke und trinke ein Bier. Warum? Und da hab, um den Tag ausklingen zu lassen und ein wenig Sorgen ablassen zu können. Mir scheint, wir müssen ist auch ein Ziel. Ein Bier trinken. Rein pragmatisches Besäufnis, weil du sonst nichts Besseres zu tun hast und nur in der Gegend rumsitzen würdest. Wenn du so willst. Aber gibt es bei euch Menschen nicht auch so Künstler, Wesen, die einfach so schöne Dinge erschaffen, einfach
weil man es kann? Die rufen aber nicht quer durch die Welt irgendwelche Leute zusammen und machen etwas ganz Großes und die Finsternis kommt und hinterher nur, um ein Schiff zu bauen oder eine Skulptur zu bauen. Ich glaube, die wissen hier gar nicht, dass die Finsternis kommt. Also, aber das war doch in dem Hilferuf mit drin. Ja, aber in unserer Zeit, nicht in der Zeit, in der wir jetzt sind. Jetzt sind wir schon Zeitreisen oder was? Ja. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Weil in diesem Lied von dem, was angeklungen ist, was wir zusammen auch gehört haben, als Shayariel in dem Dorf vor den Salamandersteinen, ging es ja darum, dass das Schiff gebaut war und sie mit dem Schiff los ist. Und dass mit diesem, dass die Elfen weg sind, haben ja auch die unten im Dorf gesagt. Genau. Dass die Elfen schon lange weg sind. Die haben aber auch gesagt, dass sie nicht hochgegangen sind aufgrund des Hilferufs. Also wenn nie einer von denen hochgeht, wie sollen die dann wissen, dass die Elfen nicht mehr da sind? Der Lebensbaum hat das auch gesagt, dass die nicht mehr da sind. Also guck mal, die Legenden sind tausende Jahre her. Und deswegen ist das jetzt ganz normal, dass wir plötzlich in der Zeit irgendwie weiter. Nein, das ist nicht Jahre normal, sind. Aber was sollen wir denn sonst tun? Wir müssen uns einfach darauf einlassen. Sind wir sonst hier hingelangt? Können wir irgendwo aus einem Fenster gucken und nochmal gucken, ob wir hier nochmal so eine geile Sicht haben? Weil wenn wir durch die Zeit gereist sind, dann müssten wir Gareth nicht sehen können, weil es das vielleicht noch gar nicht gab. Also vielleicht ist dann ganz Dero einfach unbewohnt und das müsste man ja sehen können, wenn man hier aus dem Fenster guckt. Und vor allem, wozu sollte eine so mächtige Elfe sich Menschen holen? Ich glaube, sie weiß nicht, dass wir Menschen sind. Wir sind einfach welche, die helfen. Und die dem Ruf gefolgt sind. Also, dass ihr Menschen seid. Lumin, vielleicht hat uns ja nicht diese Elfe hierher geholt, sondern jemand oder etwas Mächtigeres. Super. Und wo du glaubst an Rondra, oder? Natürlich. Natürlich glaubst du an Rondra. Klar. Und an die anderen Elfe. Gute Antwort. ich weiß nicht, ob du dich schon mal damit auseinandergesetzt hast, wie man überhaupt Geweihter wird. Nein. Nein, du entscheidest, also ich habe nicht entschieden, dass ich Geweihter werde. Okay. Ja, du kannst dir vorstellen, wer das entschieden hat, ja? Fex wahrscheinlich. Exakt. Solche Entscheidungen können auch auf andere Weise für andere Personen getroffen werden, von vielleicht noch nicht mal Göttern, sondern einfach nur ähnlich mächtigen Wesen. Oder vielleicht waren es die Götter. Ich will das auch gar nicht behaupten, dass es nicht die Götter gewesen sind, die uns auf diesen Pfad gesetzt haben. Dann halte doch mal Zwiesprache mit Fex und frag ihn. Ja, genau, so funktioniert das natürlich bei Fex auch. Weil Fex ja den ganzen Tag darauf wartet, in der Taverne mit einem Bier. So schon halb angesickt, ja? Dass der kleine Aritium mal nachfragt. Du sollst mal Fex. Hä? Vielleicht ist es einfach eure Bestimmung, jetzt hier zu sein. Und ich meine, das ist der Ursprung der Welt, unserer Welt sozusagen. Das ist vor aller Zeit, was hier passiert. Und vielleicht leben wir was ganz Großes. In diesem Augenblick dreht sich Tashmeru zu Lumin herum und blickt ihn mit weißlichen Augen an. Nimmt dann wenn du es geschehen lässt, nimmt sie dann deine Hand? Also ich gucke erstmal und bin wahrscheinlich, ich fixiere wahrscheinlich gerade Alricio und bin verwirrt aufgrund seiner Aussagen. Er drängt sich so quasi so zwischen euch, nimmt deine Hand. Tashmeru, alles gut. Schaut zu Alricio herüber, lächelt ihn kurz an. Holt etwas aus ihrer Manteltasche und drückt es dir in deine Hand hinein. Dreht sich wieder um. Also schließt du dann deine Handinnenfläche, sodass du eine Faust hast. Da ist irgendwas drin. Meine oder Alricios? Deine. Weil er nimmt deine Hand, legt da irgendwas rein, schließt die Hand, dreht sich wieder weg.
Tashmiro, geht's dir? Also ich guck, während ich frage, mach die Hand so ein bisschen auf und guck. Geht's dir gut? Hat sie mir reingelegt? Was ist denn? Wie, was ist? Ich gucke in meine Handfläche und schau. Du siehst, dass ein aus Holz entstandenes Abzeichen der Marbo. Okay, dann schließe ich meine Hand wieder und gucke wieder besorgt Tashmiro an. Was denn? Hast du das nicht mitbekommen? Ich wirklich? Hast du es mitbekommen? Nein. Das ist mir was. Du hast gerade schön dieses Herz angeguckt. Bewundert. Ja, was denn? Was war denn? Ich hab nichts. Lumin, du hast mich gefragt, ob ich mal Fex fragen kann, was das hier soll. Ich glaube, wir haben uns auf die falsche Gottheit konzentriert. Scheint so. Was ist denn? Was hast du denn da, Lumin? Ich zeige es dir. Oh. Das hast du mir gerade in die Hand gegeben. Hab ich nicht. Ich hab das Herz bewundert. Und hattest plötzlich keine Augen, also deine Augen waren weiß und du hast mir dieses hier in die Hand gedrückt. Sag nicht nein, du hast es nicht getan, wir haben es alle gesehen. Ich habe es nicht mitbekommen, keine Ahnung, es muss, ja, sie ist als Zeichen von Marbo, das ist das Einzige. Sie hat dir eine Nachricht geschickt, dass du auf sie vertrauen sollst. Vielleicht saß sie gerade in der Taverne. Du hattest was von der Taverne gesagt, ja? Ja? Also, sie ist mit uns. Vielleicht solltest du demnächst dann mitsingen. Bin da noch nicht so aufgeklärt. Verzeihung, aber wofür steht denn das, was du da bekommen hast? Wer fragt das? Adepta Tassia. Ist ein Symbol der Marbo. Ja, also das ist mir bewusst. Also das ist ja das, was Tashmiro da auch immer umhat, nicht wahr? Ich schon. Also so klug bin ich dann schon. Aber wofür steht das? Tashmiro. Tashmiro erklärt es, ich weiß es richtig gerade nicht. Also wofür steht Marbo? Marbo, so. Ja. Das weißt du nicht auswendig als Geweihte? Schande! Lass sie doch gucken. Schande! Ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Zeichen ist. Habe ich nicht gesagt, dass diese Gottheit für den Tod steht? Ja. Aber auch für die gute Seite des Todes. Was ist denn die gute Seite also des Todes? Eigentlich ist der Totengott Boron und Marbo ist seine Tochter und genau. Hat halt noch eine extra Bedeutung. Also gerade der Marbo-Kult gibt sich nicht nur dem Tod schlechthin hin, sondern ja, auch so. Ja, Marbo steht neben dem Tod, weil sie ist ja gemeinhin gesehen Tochter Borons auch für ja, Traum, Visionen, die, ja. Für so. Den Traum. Für den Traum, ja. Darüber gibt sie uns Botschaften und wenn das hier sind, sie uns, vielleicht hat sie uns hier hingeführt, dass wir das vorbereiten, was uns dann demnächst nützt. Wenn wir wieder eine Zeitreise machen, eine Zeitwanderung vollführen. Vielleicht ist das hier gar keine Zeitreise. Sondern eine Vision. Sondern ein Traum. Ein Traum, ja. Echt, das ist das. Nun gut. Ja. Wer bin ich, dass ich eine der Götter anzweifle? Aber ein Traum, aus dem du irgendwie nicht erwachen kannst. Snorri hat es ja schon versucht. Vielleicht ist es nicht unser Traum, meint Professor Silberhaar. Ja, das kann gut sein. Es ist einfach ein Überbleibsel, was in diesem mächtigen Baum hängen geblieben ist. Vielleicht ist es Madaias Traum, meint Ciri. Ja. Madaya war jetzt gerade noch wer? Die Verbindung zwischen dem Licht und der Wirklichkeit. Madaya war die Elfe, die sich geopfert hat, und um den Übergang zum Licht wiederherzustellen durch ihren Traum.
Das heißt, wir sind dem Licht ganz nah. Vielleicht kann uns diese Schiffe ins Licht zurückbringen. Also du siehst jetzt hier nirgendwo das Licht anstehen. Du siehst halt, bist halt hier unter Deck in diesem Schiff. Naja, aber ins Licht kehren. Hier draußen die Dunkelheit unterwegs ist vielleicht keine so gute Idee, wenn wir die Welt einfach derart hinter uns lassen. Ach, ja, das ist schön. Wir könnten für ewig in diesem Traum bleiben und auf diesem Schiff reisen. Ewig, wer würde für uns nicht vielleicht im Traum das Mandra und sind immer unterwegs. Der Traum ist nur ein Traum. Den Träumen der Fee vor. Ach. Während ihr so redet, steht Snorri ein bisschen weiter hinten und gibt sich immer so selbst, versucht sich so Backpfeifen zu geben. Ein Traum ist ein Traum. Darin sollte man nicht leben wollen. Daraus kann man lernen, aber man sollte im Hier und Jetzt leben und nicht in einer Wunschvorstellung. Oder. Aber unser Hier und Jetzt, da, das ist ja auch nicht besser. Da gibt es diese Philamie und die Sterne fallen vom Himmel und wir stehen vielleicht kurz vor einer Zeitenwende. Das und Dasein existiert ja auch im Traum, Shaiharil. Schade. Aber vielleicht, nein. Es hilft nicht, sich in einem Traum zu verstecken. Man muss mit der Realität klarkommen und im Optimalfall sie so verändern, dass sie zum Positiven geht. Ich als Traumgängerin hätte eigentlich wissen müssen, dass wir den Übergang machen, aber ich habe es nicht gemerkt. Hier sind vielleicht Mächte am Werk, die um einiges mächtiger sind als ihr. Naja, wir sind sehr nah am Licht. Realität und Traum sind vielleicht gar nicht mehr wirklich zu unterscheiden. Nun gut. Ja. Was also müssen wir hier machen? Das Herz pulsiert vor sich hin. Ich gehe zu diesem Herz. Schau es mir kurz an. Leg mal meine Hand drauf. Es fühlt sich an, wie Holz, also wie Wurzelwerk, was halt pulsiert. Lubin, sing doch mal was. Vielleicht musst du auch was singen. Mit dem was erzählen oder so. Ich gucke Amalaya an. Was erwartest du jetzt von uns? Sie scheint so ein bisschen geistesabwesend und schaut dann so irgendwie erschreckt so zu dir rüber. So, was hast du gesagt? Was du von uns erwartest. Weswegen hast du uns hierher geführt? Ich habe nach Hilfe für den Schiffsbau geholt. Ihr seid doch die Helfer, oder nicht? Scheint so. Also was sollen wir tun? Ja, beim Schiffsbau helfen. Das kannst du ja eben schon gemacht. Also du noch nicht, aber die anderen. Ist einfach, was dir wichtig ist, dem Schiff mit. Wie, wenn du jemandem gute Wünsche gibst oder sowas. Lebst einfach deine. Du denkst einfach an vielleicht was Schönes, an etwas, woran du dich gerne erinnerst. Bei mir war es meine Mutter und auch das Gemeinschaftsgefühl, was wir hier haben, was ich mit dem Schiff verbunden habe. Sowas kannst du dem Schiff. Und das mache ich, indem ich was singe. Summen einfach, was dir in den Sinn kommt. Man hat doch manchmal eine Melodie im Kopf und summt sie vor sich hin. Lumin überlegt kurz, verschränkt ein wenig die Arme, guckt sich dieses Herz an. Malaya meint, tritt so neben dich, meint, das ist das Zentrum des Schiffes. Hier läuft alles zusammen. Das ist quasi sein Herz. Sein Essenz. Es pulsiert wie ein Herz in der Brust. Aber es ist noch nicht ganz fertig. Am Ende wird es ein Teil von mir sein. Verschmilzt du dann mit diesem Schiff? Das ist das, was wir in diesem Lied gehört haben. Weiß nicht, ob ich dir darauf eine Antwort geben kann, die dich zufriedenstellt, aber was meinst du mit verschmelzen? Du wirst Teil von diesem Schiff. Ich glaube, es ist eher umgekehrt.
Das Schiff wird ein Teil von dir. Wie auch immer. Nein, das Schiff ist schon ein Teil von mir. Es ist mein Meisterstück. Natürlich. Es ist Ausdruck dessen, was ich bin. Es wird durch mein Lied geformt. Sehr beeindruckend. Es ist ein Bild, ich so wie... du bist ein Krieger, nicht wahr? Zumindest will ich einer werden. Manche Kriegsherren, die ich getroffen habe, unseres Volkes, haben manchmal einen Spruch geprägt, der sagt, lass das Schwert Teil deines Körpers werden. Kenn ich. Wird das Schwert wirklich Teil deines Körpers? Nein, durch die Bewegungen, die man gelernt hat, wird es nur eine Verlängerung seines Körpers. Es fühlt sich nicht mehr als Fremdkörper an. So ähnlich könnte man sich das vorstellen, denke ich. Nur intensiver und näher. Magie halt. Oder stell dir vor, jemand schmiedet das Schwert auch noch selbst und legt all seine Liebe und sein Können dort hinein. Ich denke, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Gut. So, Lumin anzuschützen. Los, sing schon, du schaffst das. Du kannst einfach was von Kampfbewusstsein sehen. Oder davon, dass das Schiff immer siegen würde oder so. Und jetzt fehlt nur noch mein Teil? Oder müssen nochmal alle? Irgendetwas fehlt hier innen wirklich noch. Aber ich bin mir nicht sicher, was. Muss man dieses bestimmte Lied, was sie eben angestimmt hat, singen oder irgendwas? Jetzt gerade würde es nicht funktionieren. Ich müsste wieder auf die Werksplattform hinaus. Aber ich bin jetzt zu erschöpft, um das Lied nochmal anzustimmen. Dann ruhe dich aus. Haben wir irgendwas anderes, was dir hineinpassen konnte von diesen Gegenständen, die wir bekommen haben? Überlege ich gerade. Vielleicht geht es ja auch gar nicht ums Lied, vielleicht geht es auch um diese Artefakte, die wir besitzen. Da bin ich überfragt. Was Artefakte? Wie die Harfe, die Shayariel gespielt hat. Sie ist ja auch ein wenig. Sie ist elfisch und trägt auch einen gewissen magischen Magie in sich. Nori guckt auf seinen Schuh runter. Ich habe auch so einen Kompass. Der könnte auch zu einem Schiff passen. Ich habe einen nutzlosen leuchtenden Stein. Auch der könnte zu dem Schiff passen. Bitte, nutzlos, Lumin. Nein. Ich bin den auch nicht nutzlos. Kannst mir geben. Er wurde mir anvertraut und vielleicht sind wir irgendwann im Dunkeln und wir brauchen etwas Licht. Pass gut auf ihn auf und gib ihn dir wieder, wenn du ihn wirklich haben willst. Und in der Zwischenzeit benutze ich ihn. Hervorragend. Nein, ich behalte ihn erstmal, danke. Der Stein hat geflackert, als sich das Dasein genähert hat. Daher könnte er. Ich habe gehofft, dass das Licht etwas davon fernhält, aber das hat nicht funktioniert. Ja. Das ist schon seltsam. Ich schaue mich um. Vielleicht sehe ich ja irgendwo was, eine Einbuchtung, irgendwas, was mein Verstand greifen kann, wo ich denke, da könnte was fehlen. Snorri, du als großer Schiffsbauer, was sagt denn deine Ansichten hierzu? Was fehlt denn hier noch? Außer da vielleicht eine Planke. Also, Seile. Also, Takelage. Die Segel sind noch nicht ganz fertig. Hier. Und also da noch eine Längsplanke. Also, ich beginne so ein bisschen aufzuzählen. Dann. Und du könntest jetzt vielleicht einfach mal ein Liedchen fallen.
Das funktioniert ja jetzt nicht, hat sie gesagt. Hm. Singen schadet nie, meint Silberhaar. Ich zog schon mal die Harfe, guck, ich kann auch begleiten. Und kein Druck, wir warten nur alle auf dich. Es wird, glaube ich, nicht besser, wenn alle um einen herumstehen und warten, dass er was tut. Wir können auch alle die Augen zumachen. Hinterher kann er nicht, wenn einer von uns guckt. Wir können uns auch umdrehen. Aber sie hat doch gerade gesagt, es würde nichts bringen. Sie muss sich erst ausruhen. Ja, probier es doch einfach mal. Wir müssen ja auch was machen. Also genau wie bei dem Stein bin ich mir ziemlich sicher, dass es einen Nutzen hätte. Und wenn es nur dazu da dienen würde, mich zu unterhalten. Aha. Kannst auch den Stein mal in das Herz halten, aber weiß ich nicht. Los, macht auch mit. Wie gesagt, es gibt vieles, bei dem ihr mir noch helfen könnt. Wir werden die nächsten Tage wohl damit verbringen müssen, das ganze Stück hier wirklich zusammenzusetzen und fertig zu machen. Na dann wissen wir ja, was zu tun ist. In der Tat. Na, ein sehr schönes Bauwerk. Sehr schön. Es ist alles so gewachsen und lebendig. Ist es von innen größer als von draußen? Nee, nicht wirklich. Also es ist schon, trotz ist von außen auch schon ziemlich groß, ja. Wie ein großes Schiff. Allerdings wirkt es, wenn man so durch seinen Bauch läuft, wie gesagt, von innen eher wie ein lebendig, auch wenn es alles Holz ist. Gut, dass wir auf der ersten Dämonenarche stehen. Was? Ja gut, okay. Ja, also wenn ihr wisst, was wir eh noch tun müssen und das die nächsten Tage tun müssen, dann ist ja okay. Dann hilft es ja jetzt keinem, wenn ich ja jetzt hier... Also sie weist euch verschiedenen Aufgaben zu. Ihr könnt in den Verlauf der nächsten Tage werdet ihr viel, also wirklich handwerkliche Sachen machen. Snorri kann euch da sehr begeistert, so als Anleitung sogar irgendwann auch... Ja, als Vorarbeiter dienen oder so etwas, weil er sich wirklich auch damit auskennt. Vielleicht gibt Snorri Amalaya sogar ein paar nützliche Tipps, wie man hier oder da noch ein bisschen Torwalsches Schiffshandwerkstum noch unterbringen kann. Vielleicht eine Torwalsche Rune, die man in den Mast ritzt oder so, keine Ahnung, ob er da irgendwie Interesse dran hat. Unbedingt, wenn das Ding lebt, Snorri war hier oder so. Natürlich. Natürlich. Ja. Aber viele von euch sind halt einfach auch handwerklich nicht so bewandert. Die werden dann eher so die gröberen Arbeiten machen, irgendwie einfach Blattseile besorgen oder wirklich irgendwie Bienenharz von großen Bienen sammeln und dann dahin bringen oder sowas. Ich werde viel Dinge von A nach B tragen. Immer wieder könnt ihr auch mit Amalaya dann das Lied singen an den verschiedenen Tagen. Und da kann dann auch Lumin gerne mitmachen, wenn er dann auch noch einen Teil seiner Sache dem Schiff mitgeben möchte. Was möchtest du denn dem Schiff noch mitgeben? Ja, also Lumin wird tatsächlich mitmachen. Das mit dem Zeichen, was er von Tashmeru gekriegt hat, scheint definitiv irgendeine Auswirkung gehabt zu haben. Zumindest scheint er auch bei dem Schiffsbau mit Arrangement, also mit Elan zu helfen und tatsächlich einen Beitrag leisten zu wollen. Und wenn er da tatsächlich dann wahrscheinlich eher mitsummt, bei dem Gesang wird er tatsächlich hauptsächlich den Schutz der Gemeinschaft mit einfließen lassen. Eine gewisse Wehrhaftigkeit, etwas, dass das Schiff weder von Sturm noch Angriffen irgendwie, dass es sich dagegen wehren kann. Dann werdet ihr am folgenden Tag wirst du dann sehen, dass das Schiff so etwas wie ja ein Horasier würde es vielleicht so irgendwie als Speerschleudern oder sowas bezeichnen. Also so große Bögen,
so als Verteidigungsplattformen, die auf dem Schiff entstanden sind. Okay. Siehst du, kaum kommt ein Weidner mit dazu, schon wird es ein Kriegsschiff. Du weißt, wofür man es mal braucht, ne? Ja. Ja, ihr schlaft alle super hier in diesem zwischen den verschiedenen Tagen und es arbeitet sehr stark und beteiligt euch. Lernt Amalaya immer mal wieder, versucht ihr sie besser kennenzulernen, aber sie wirkt immer sehr abwesend und immer sehr auf dieses Bauen konzentriert. Diese NSC-Krankheit. Ja, vielleicht kann man es so bezeichnen. Also sie ist, irgendwie scheint sie nicht wirklich mehr von sich preisgeben zu wollen, als alles, was mit dem Schiff zu tun hat. Entweder will sie das nicht oder sie kann das irgendwie nicht. Und Silberhaar stellt irgendwann so die Vermutung an, dass es wirklich nicht sie ist, sondern irgendwie eine Erinnerung oder so etwas an sie vielleicht. Sowas ähnliches. Ja, ihr glaubt ja schon eine ganze Weile, dass ihr euch in einem Traum befindet. Frage ist halt, wer träumt das Ganze gerade? Und in wessen Traum befindet ihr euch gerade? Ich würde für mich selber, ich weiß nicht, ob ich was von dieser Spinnenseide abzwacken kann, ansonsten würde ich vielleicht irgendwie lederbandmäßig oder irgendwas, womit ich, also ich würde diesen Holzchip, diese Holzmünze, die ich gekriegt habe, würde ich ganz gerne irgendwie so ein bisschen, ja, jetzt nicht so glorreich, ich werde es wahrscheinlich so irgendwie so einmal umkreuzt oder sowas, dass es halt hält und relativ sicher ist, dass es nicht rausfällt, irgendwie umbunden und dass ich das quasi so als improvisierte Halskette unter meiner unter meinen Klamotten trage, während ich an dem Schiff arbeite. Auch vielleicht würde ich sogar, Snorri ist doch unser Handwerker, vielleicht hätte ich den mal in einer ruhigen Minute mal auf Seite gezogen und gefragt, ob er mir das irgendwie zusammenfriemeln kann. Gerne, gerne. Dankeschön. Von dieser Seite dreht das Seil raus. Hier. Vielen Dank, ist besser geworden, als ich gedacht habe. Danke, Snorri. Snorri geht wahrscheinlich voll in diese Arbeit auf. Endlich wieder ein Schiff bauen. Ja. Auch wenn es so ein merkwürdiges Schiff ist. Wenn Snorri so über das Schiff hin drüber läuft, sich so mit der Hand so an den Planken entlang fährt und so, du hast immer das Gefühl auch, dass das Schiff wirklich irgendwie darauf reagiert, wenn man es anfasst. Wenn man so über die Planken streichelt oder irgendwie das Steuerrad in die Hand nimmt oder so. Es ist so, als würdest du irgendwie einem Tier hinter dem Ohr kraulen oder so. Mhm. Ah. Also das Gefühl, als ob da halt irgendwas zurückkommt auch. Und jedes Mal, wenn ihr das Lied mit Amalaya singt, fühlst du auch an diese Verbindung, die zwischen Amalaya und dem Schiff existiert. Nee, ist auch fast, wenn ich einatme, ist mir auch fast so, als wäre die Luft so ein ganz bisschen salzig. Ja, so. Und in der Nähe von Amalaya wirkst du so auf jeden Fall auch sowas wie Lavendel riechen. Irgendwas Schönes, voll Wohlduftendes. Mhm. Ah. Vielleicht sprießt sogar irgendwo so eine Lavendelpflanze aus dem Schiff heraus. Es gibt einen kleinen Küchengarten an Bord. Ja. So stellt ihr das Schiff nach und nach zu Ende und dann irgendwann kommt es zu dieser Szene, die Shayariel schon in ihrer Vision gesehen hat. Nämlich die Amalaya, die dann das Schiff endgültig fertigstellt und die astralen Kräfte noch einmal durch den Baum kanalisiert und in das Schiff hineinschickt. Und ist eigentlich eine sehr erhabensvolle, also wie so eine Art Schiffstaufe, ne? Das ist ja auch mal ziemlich feierlich und so. Aber bevor das so zu Ende geht, wie du das in deiner Vision auch damals gesehen hast,
verdunkelt sich auf einmal, während Malaya da die Kräfte kanalisiert und ihr auch nochmal ins Lied einstimmt und euren Teil in das Schiff wieder fließen lasst, verdunkelt sich auf einmal die Sonne. Und es wird dunkel. Ich glaube, es wird ernst langsam, Leute. Ich hole mir schnell meine Sachen, weil ich werde wahrscheinlich die Tage über nicht die ganze Zeit in Kettenhemd und mit Schwert begleitet gewesen sein. Also werde ich mir meine Sachen schnell holen. Hol mal deinen Stein. Hm? Der Funkelstein, der nichts kann. Das kann er jetzt lassen. Leuchten. Also wir werden wahrscheinlich nicht volle Dunkelheit haben, oder? Es wird ja wahrscheinlich einfach nur ein bisschen... Es ist so, als würde die Sonne, die eben noch geschienen hat, jetzt eher so eine schwarze Sonne sein, weißt du? So wie bei Sonnenfinsternis. Okay. Ja, ich würde irgendeine Leuchtquelle gegebenenfalls auch meinen Stein nehmen, ja. Mhm. Ich habe keine Lust, hier irgendwo runterzufallen. Das wird ein tiefer Fall. Beleuchtet dann irgendwie so die Äste, auf denen ihr steht. Und das Unheimliche nimmt seinen Lauf, denn die Äste beginnen an den äußersten Enden des Baumes, die ihr ja auch noch sehen könnt. Ihr seid ja ziemlich weit oben. Beginnen Schimmel zu werfen und zu verrotten und abzubrechen teilweise. Ich glaube, das ist das Zeichen dafür, dass wir ablegen sollten. Das Schiff ist noch nicht fertig, ruft Amalaya. Kann es schon fliegen? Es ist noch nicht fertig. Was muss getan werden, damit es fertig ist? Ich muss das Lied zu Ende singen. Dann lass es uns singen, und zwar schleunigst. Einige von den Tieren, die ihr hier auch gesehen habt, die großen Bienen und einige Spinnen laufen irgendwie zwischen euren Beinen von diesem Verseuchung weg. Fliegen weg. Fliehen davor. Ich halte mich da auch erstmal fern von. Einer der Elfen, die ihr da auch gesehen habt, die sich aber nie groß mit euch unterhalten wollten, konnten, steht auf einem dieser verrottenen Äste und fällt dann in die Tiefe, nachdem der Ast wirklich unter ihm quasi weggerottet. Wir sollten uns bei schützenden Amalaya stellen und möglichst viel Licht um uns herum bilden. Also Fackeln anzünden, Flammen, also alles, was Licht leuchtet und Magie Licht erzeugt, anwenden, damit wir hier möglichst noch keine Lichtinsel machen, so wie wir es schon mal gemacht haben. Ja, das kriegen wir hin. Das ist eine Fackel. Solange bis sie sinkt, dass wir möglichst alle diese Licht haben. Wind kommt auf und weht euch um die Nase und macht euren Stand auf der Plattform, auf der ihr steht, schwer. Die Temperatur sinkt schlagartig auf Minusgrade herunter. Es ist kalt, es ist dunkel, es ist windig. Ich würde sagen, alle, die wir für das Lied nicht brauchen, sollten schon mal aufs Schiff gehen. Einige Elfen ziehen sich auf das Schiff zurück. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber gut. Die scheinen das auch irgendwie mitzukriegen, was hier passiert. Ich kann dann gucken, ob ich einen Schutzkreis gezogen habe, so einen Schutzbereich. Ich frage Amalaya, braucht ihr uns für das Lied? Ja. Oh, verdammt, ich habe befürchtet, dass ihr das sagt. Schützt mich. Ja. Wir müssen sie schützen und wir müssen, genau, versucht meinen Schutz. Das Dasa versucht mir, mein Meisterstück zu vernichten. Dann singt, wie ihr noch nie zuvor gesungen habt. Haben die Magier schon angefangen, dich zu zaubern? Ja, die Flimflammkugeln sind schon um euch herum erschienen. Ich werde auch in einer Hand das Schwert haben, in der anderen Hand den Gwentutilstein. Ich habe auf jeden Fall zwei Packen noch in der Hand. Am Fuße der Treppe, die von oben herab, also von Richtung Schiff, auf eure Plattform herunterführt, manifestiert sich nun eine
Gestalt. Lachend, schlaut lachend. Mantel weht nach rechts und nach links heraus und bildet vielleicht so etwas Ähnliches wie, zumindest erinnert es euch an die Flügel einer Fledermaus. Langgezogene, eng an den Kopf anliegende, spitze Ohren könnt ihr erkennen, als die Gestalt ihre Kapuze herunterzieht. Ihr blickt in ein ausdrucksloses, schwarzes Gesicht. Fast so, als es scheint so zu verschwimmen, als dass die Gesichtszüge sich dem Blick zu entziehen wollen. Also zu entziehen versuchen. Immer mal wieder verschwimmt es vor eurem Blick. Nur die roten, stechenden Augen sind deutlich erkennbar. Da scheint die Erinnerung von dem, der den Himmel kreischen lässt, zu sein. Wo haben wir denn damals die Spinne bricht, oder? Er bricht hinein. Das ist das, was gerade passiert. Ich glaube, das ist Teil der Erinnerung. Da bin ich mir nicht so sicher. Denn der Vision ist das Schiff einfach losgeflogen und so sagen es auch die Legenden. Das hast du zumindest in deinem Lied nicht gesehen, ja. Der ist hier gerade echt. Wenn wir hier in einem Traum sind. Ganz am Anfang waren wir auch in einem Traum, im Vermächtnis der Völker und konnten uns da überall hinwünschen und irgendwas in die Hand würde das. Ich will das nochmal wieder probieren, ob das geht. Ich habe ja nur diesen Dolch, ich habe ja keine Axt mehr. So, ich gucke so ein bisschen auf die schwarze Gestalt und auf die Axt und gucke etwas mitleidig. Vielleicht hast du dir ja auch in der Zeit, während du in den paar Tagen, die ihr da gearbeitet habt, ja von einem elfischen Schmied ja auch eine Axt ausbessern lassen. Ja. Wäre durchaus möglich gewesen. Ja. Dann habe ich das wohl getan, wenn die Möglichkeit bestand. Ja, meisterliche Handwerker hier unterwegs. Dann werde ich das getan haben. Dann gucke ich wieder auf die Axt und denke mir. Aber sonst ist ein Wunsch eher nicht von Erfolg gekrönt, denn damals im Vermächtnis der Völker war es euer Traum. Jetzt seid ihr in dem Traum eines anderen. Okay, verstehe. Keine Ahnung. Ich versuche mal, Feuerpfeile vorzubereiten und auf die roten Augen von dem Wesen zu schießen. Um es ein bisschen auf Abstand zu halten. Es dröhnt eine tiefe Stimme zu euch herüber. Ich bin Arantalva. Erzittert vor mir, Sterbliche. Nein. Ich schieße einfach nochmal einen Pfeil hinterher. Ja, der Pfeil prallt irgendwo zwischen dir und der Gestalt dann irgendetwas Unsichtbarem in der Mitte ab. In der Mitte, in der Luft ab. Ja. Erbärmliche Versuche. Ich gucke gut, hast du dich versteckt, Amalaya. Gut, hast du dich versteckt. Aber jetzt ist dein letztes Stündlein gekommen. Also während er da seine arrogante Speech hält, werde ich mich mal aufs Wesentliche konzentrieren. Und es hieß, wir müssen das Schiff noch fertig singen. Ist das richtig? Amalaya singt gerade das Schiff fertig, ja. Also sie muss das tun. Wir sind da jetzt. Das ist ja ihr Schiff, ja. Mhm. Okay, alles klar. Also das heißt, wir können jetzt im Prinzip nur sie beschützen, können Kreisungen. Sie ist gesagt, dass wir mal sollt ihr machen, ja. Ja, klar, genau. Also mir war halt jetzt nur nicht klar, weil sie ja auch sagte, sie braucht uns, um das Schiff fertigzustellen. Deswegen wollte ich das jetzt einfach nochmal unmissverständlich klar kriegen. Mhm. Dann bleib ich einfach mit aufgestellter ähnlicher Geste, obwohl ich ungefähr das übelste Herzflattern aller Zeiten habe. Ebenso da stehen und lach auch so arrogant zurück, so. Okay. Ich halte ein kurzes Stoßgebet zu Mabo innerlich und berühre dabei meine Brust und greife meinen Schwertgriff nochmal etwas kräftiger und mache mich dann bereit auf das, was da kommt. Gebt den Weg frei, Sterbliche.
Ich will nichts von euch, nur von Amalaya. Dann haben wir ein Problem. Bevor ich einen Schritt zur Seite trete, wird Zwafnir meinen Arm führen. Und wir werden dich aufhalten. Aufhalten. Ihr wollt mich aufhalten. Korrekt. Wir haben etwas, was dir fehlt. Bärte. Hübsche Ohren. Sein, hat er irgendwelche Zauber, die wir wirken können? Sein Mundwinkel verzieht sich zu einem Lächeln und er öffnet so kurz so den Mund und es sind so weiße, bleckte Greiszähne werden sichtbar. Ich lehne mich kurz zu Snorri rum. Bisschen wie die Grinsekatze bei Alice im Wunderland. Ich lehne mich ein wenig zu Snorri, weil wir wahrscheinlich Schild an Schild stehen. Denk dran, mit roher Kraft dagegen halten wird nicht funktionieren. Versuch schlau zu sein. Er formt zwischen seinen Händen einen schwarzen Ball aus Dunkelheit und schleudert ihn Richtung Schiff. Und unter euch erbebt der Baum quasi, als dieses Geschoss da einschlägt. Dann laufe ich auf ihn zu. Können die Magier nicht auf den Schutz weben, dass sie wenigstens Schiff und wir geschützt sind noch extra? Ja, die Magier versuchen gerade schon den Flimflam aufrecht zu erhalten, um Licht, damit ihr Licht habt und bereiten Feuerlanzen in Form von Enifaxius-Flammenstrahl vor. Ich rufe nur Shai Ariel, Snorri, an Bord, an die Geschütze. Ach ja, stimmt, das Schiff kann ja schießen. Mhm. Gut, hat Luminia reingesungen. Ja. Gib ihm. Gut. Ja. Dann aber welche sollten auch unten bleiben? Also, die können nicht alle. Ja. Er steht ja auch zwischen euch und dem Schiff, ne? Er steht ja auf der Treppe, die zu dem Schiff führt. Ja. Wie gesagt, ich laufe auf sie zu und versuche meine Attacken sollen nicht dahin zielen, dass ich ihn besiege, weil ich gehe nicht davon aus, dass ich ihn besiegt bekomme, vor allem nicht alleine. Sondern eher darum, ihn ein wenig abzulenken, dass Snorri und Shai Ariel an ihm vorbeikommen, auf das Schiff können. Ja. Okay. Ja. Wie sieht denn deine Attacke aus? Ich würde halt erstmal direkt auf ihn zulaufen, in der Hoffnung, dass er sich etwas sicher fühlt und denkt, ach du dummer, kleiner, sterblicher Mensch, was willst du machen? Und würde so im letzten Augenblick, was wahrscheinlich immer noch trotzdem in Zeitlupe passiert, bei so einem komischen, übermächtigen Vampirfürsten, würde ich quasi so einen Schlenk nach links machen und ihm das Schwert so an der Seite entlang ziehen wollen. Und wenn ich hinter ihn gelangen sollte, das Schwert nochmal nehmen und auf seinen Hals zielen und es darin sausen lassen. Mhm. Ja. Deine Attacke gelingt dir. Vor allen Dingen, weil dein Gegner auch keinerlei Waffen zu haben scheint, musst du auch auf keine große Gegenwehr da irgendwie Acht nehmen. Ich weiß ja, wie zäh er ist. Er braucht ja nicht zwingend irgendwas, um zu parieren, oder? Genau. Und beschreib mal, was dein Schwert macht mit der Attacke. Im Optimalfall enthauptet es ihn. Schlitzt ihm die Seite erst auf und enthauptet ihn. Also so, das wäre das Schönste, was passiert, ja. Ja, genau das passiert. Gucke ich etwas verwirrt, warte aber darauf, weil wir sind ja in einem Traum, dass es sich irgendwie wieder zusammensetzt oder sonst irgendwas Dämliches passiert. Ich gucke auf jeden Fall. Was machen die anderen währenddessen? Bei Dutz zuschauen. Ich bin verwirrt, versuche aber aufs Schiff zu kommen, weil ich soll ja da irgendwas abfeuern. Nicht, dass hier doch noch irgendwie sich wieder was zusammensetzt oder irgendwie passiert. Ich hätte jetzt auch gesagt, ich setze meine Elfenstiefel ein, um schnell an ihm vorbeizupesen, auf das Schiff hochzukommen. Mhm, okay. Also ich stelle es mir gerade so vor wie bei Highlander, wenn der erste Kampf mit dem Antagonisten, ich weiß gerade nicht mehr auswendig, wie er hieß, der hat ja auch so seinen Kopf verloren im Kampf gegen den Charakter von Sean Connery, da war das, glaube ich, ne? Der so halb so abgerissen war. So habe ich mir gerade das Duell vorgestellt, dass Lumin ihm da gerade den Hals so zerfetzt, dass der Kopf so nach hinten wegklappt.
Genau. Und er steht aber teilweise, er steht halt noch. Der Schmiro war halt eine Weile ruhig und jetzt kommt dann aus dem, vielleicht aus der Plattform so eine, wieder so eine Schattenranke, so ein Schatten-Ding raus, was sich dann Richtung der Füße von dem Kerl lenkt, um ihn dann von da runterzuziehen, dass er halt weg ist und fällt. Mhm. Er und fällt. Jetzt dann auch, ja, dann also an Lumin vorbei schießt ein Schattententakel und windet sich um die Füße des Vampirs und raubt ihm seines Standes. Und er kracht mit voller Geschwindigkeit auf dem Boden der Treppe auf. Liegt jetzt vor dir auf dem Boden. Ist der Kopf noch teilweise jetzt dran? Ja, der ist so abgeknickt, der ist noch so ein Fetzen noch dran, ja. Dann würde ich schnell nachsetzen wollen und ihn komplett abmachen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn er noch ein bisschen dran ist hinterher. Klappt der wieder zurück? Rintje guckt erstmal nur zu. Nee, also ich habe in der Zwischenzeit den Baumdrachen abgenommenen Dolch und diese Plakette gezogen. Halte Plakette in der linken Hand, Dolch in der rechten Hand und habe mich eigentlich hinter Lumin hergemacht. Glaube, stutze nur, ob der tatsächlich sehr erfolgreichen ersten Aktion des Weideners. Und ich glaube, in dem Moment ziehen mir auch ein paar der Situationen, wo ich ihn wirklich sehr geärgert habe in den letzten Wochen, an mir vorbei. Und so fühlt sich so Reue an? Was ist hier denn los? Diese Lektion von Fex wird er nie vergessen. Ja, genau. Ich fange mich danach aber wieder und will natürlich auch nachsetzen. Also ich glaube, während Lumin so ausholt, versuche ich auch so, ich meine, nicht umsonst habe ich diesen Dolch irgendwie bekommen. Ich glaube, wenn ich den jetzt nicht brauche, dann gar nicht mehr. Versuche ich den irgendwo nachzusetzen, wo es vermuteterweise sehr weh tut. Also ich habe ja so ein bisschen Erfahrung, wo man eventuell Dolche hinstecken sollte, damit sie Schaden verursachen. Immer so von unten quer so Richtung, also unter den Brustkorb durch oder so. Den Klassiker, ne? So an die Organe und dann drehen oder so. Ja. Du musst auf den Dämonenhund achten, der gerade ins Szenario gekommen ist. Dringt tief in den Körper des nun auf dem Boden liegenden Rantalva ein. Und bevor Lumin noch mit seinem nächsten Schlag ausholen konnte, zerstiebt diese Gestalt in lauter, quasi in so einen schwarzen Rauch. Unter dem Stich und du drehst den gerade so, machst du dieses Knacken des Brustknorbes an dem Dolch und merkst noch so den Widerstand, den der Tentakel macht, weil das Tentakel reißt immer noch so an dem Fuß von der Gestalt und unterstützt quasi dadurch den Schnitt von deinem Dolch. Über dir steht Lumin mit dem ausgeholten Schwerthieb. Irgendwo in der Ferne sind Shayariel und Snorri, wie sie an euch vorbeigelaufen sind und stehen gerade so an der Planke des Schiffes schon. Und dann zerstiebt das Ganze unter deinem Dolchhieb in quasi schwarzen Rauch. Dann schaue ich schnell zu Amalaya. Die singt immer noch vor sich hin. Und würde aber nicht zum Schiff, sondern erstmal zu ihr laufen. Mhm. Wieder. Drehst also sofort um und läufst zurück. Ja. Und beobachte, ist das so ein Rauch, der so eine Richtung geht oder zerstäubt es einfach nur? Erstmal nur schwarzer Rauch. Okay, gut. Dann laufe ich erstmal runter und. Stinkt bestialisch nach Schwefel. Das kennen wir abends von Snorri. Ja, der Stich von dir war erfolgreich, Riccio. Anscheinend. Ja. Ich traue dem Braten trotzdem. Sofort umgedreht. Nicht. Links von dir ist jetzt nur noch das Schattententakel. Vor dem ich sofort zurückschrecke. Schatten sind im Moment nicht geheuer.
Und du siehst aber dann auch, wie sich der Tentakel zurückzieht und dann, wenn du dem folgst, der steht daneben, wabert so noch so ein bisschen neben Tashmeru. Ich wink auch mal so. Also der winkt mir nicht, Tashmeru macht so ein gern geschehen quasi in deine Richtung. Ja, ich nehme eine Verteidigungsposition auf der Planke ein, um das Schiff zu verteidigen. Sollte. Der Nebel formt sich wieder zusammen zu einem Körper vor dir da auf dem Treppe. Und zwar zu einem ziemlich heil aussehenden Körper. Mit roten, stechenden Augen. Ich hab das so gewusst. Und da du der Einzige bist, der jetzt noch da oben steht, schwingt der jetzt gerade neu wieder entstandene Arantalva einmal mit der großen Pranke, die an seinem Extremitätenarm hängt, in deine Richtung. Also, Moment, sieht der immer noch genauso aus wie vorher? Oder hat der jetzt aus wie vorher. Ist das wie bei Dragon Ball, dass der jetzt eine verbesserte Form hat oder so? Nee, der sieht immer noch genauso aus wie vorher. Okay. Ja, ja, ich versuche die Pranke mit der Plakette zu parieren. Okay. Sind wir schon oben bei den Geschützen angekommen? Ja, gleich. Erstmal kassiert Airicio einen tierischen Schlag. Die Plakette erscheint dich überhaupt nicht groß geschützt zu haben. Irgendwie, sie wird dir erstens aus der Hand gerissen durch die Wucht des Aufpralls und zweitens ist halt der Arm, den du halt ausgestreckt hast nach oben, dann trifft halt diese Pranke mit der krassen Kraft dagegen. Was mit deinem Arm passiert, überlasse ich jetzt mal dir, was dann passiert, wenn so ein wuchtiger Schlag gegen den Arm geführt wird. Ich denke mal, du hast auf jeden Fall versucht, so eine abwehrende, deine Muskeln abwehrend irgendwie das war der Plan, anzuspannen. Klar. Und der ist dir aber allerdings körperlich mehr als überlegen. Das heißt, wirst du jetzt mit der Wucht und der Kraft, der schlägt deinen Arm quasi zur Seite weg. Und kannst du die Verteidigung so beschildern, dass sie nicht gänzlich misslingt? Also dir wird jetzt nicht der Arm abgerissen dadurch durch die Wucht, aber es ist schon ein deutlicher Wirkungstreffer jetzt, was geschehen. Ja, also klar. Ich versuche mich natürlich so dagegen zu stemmen. Ich ahne, dass da was ziemlich Heftiges auf mich zukommt. Allerdings habe ich auch großes Vertrauen in meine Plakette. Und versuche die tatsächlich so ein bisschen so als Pseudoschild zu nutzen. Hab die Anspannung. Dann kommt der Hieb. Und der ist wahrscheinlich mächtiger. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das so ja, so Dampfhammer sein dürfte, ja, also so ein Stier, der mir da jetzt den Arm, ja, alles klar. Dann wird es wahrscheinlich so laufen, dass mich dieser ganze Schlag, also vom Arm weg, der Arm wird ziemlich sicher zurückgeschleudert und ich wahrscheinlich auch so 3-4 Schritt. Die Treppe runter? Mhm. Ja, kannst dich gerade also noch so abfangen dann, bevor du dann weil die Treppe ja so auf so einem Ast gebaut ist, ohne. Also da ist ein Geländer dran. Vielleicht hilft das Geländer dir auch gerade, dass du nicht komplett in die Tiefe stürzt, vom Baum herunter. Ja, wahrscheinlich aber auch dann mit den dazugehörigen Schmerzen in der Hüfte, weil ich dann ja auch gegenpralle. Mhm. Ja, und auch, ich vermute auch, dass meine Reise, sobald ich den Boden erreicht habe, dort auch nicht zu Ende sein wird, sondern rutsche ich auch noch mal 2-3 Meter. Die Treppe runter, ja. Quasi kommst du dann wahrscheinlich an Tashmerus Füßen mit den Tentakeln zu liegen. Nee, ich gehe davon aus, dass ich Lumin überhole. Ja, eben. Tashmeru also steht Lumin ja wird als nächstes sehen, wie Airicio an ihm vorbeifliegt. Ja. Kann ich ihn fangen? Du hast mir den Rücken zugedreht. Du siehst als nächstes, wie an dir vorbeifliegt. Wie machst du das denn? Ja. Also okay, wenn du dein Schwert fallen lässt, dann würde ich das dir zugestehen, dass du ihn noch irgendwie auffangen kannst, ja. Ja, wir sind ja auf so einer Plattform bei ihr, ne? Da steht Tashmeru gerade. Er steht an dem Absatz der Treppe, habt ihr den bekämpft. Nach oben. Ja, und ich bin ja quasi direkt zu dieser Amalaya gegangen. Ja, wieder zurück, ne? Ja. Genau. Steht hinter Tashmeru, ja. Und wenn er dann kommt und wir stehen auf dieser Plattform, mhm.
und ich meine tatsächlich, dass ich ihn fangen könnte, würde ich im Zweifel das Schwert fallen lassen und ihn okay. packen. Dann würfel ich mal für dich. Ja. Das oh, das gelingt dir sogar, dass du zumindest den Sturz komplett abfangen kannst. Irgendwie. Das Schwert musst du klirrend fallen lassen natürlich. Dafür Schwert fängt, ist nicht so wichtig wie Alricio. Dafür fängst du Alricio quasi auf und ja, vielleicht hat er dich dann damit von was Schlimmerem gerettet, wenn du nämlich ganz heruntergepurzelt wärst. Wer weiß, man kann sich dabei auch schon schnell das Genick brechen, ne? Bei so einem Sturz. Ich mache so ein, zwei Schritte tatsächlich zurück durch den Aufprall von Alricio auf mich. Guck ihn nur an. Du bist schwerer, als du aussiehst. Und lass ihn wieder direkt auf die Füße, um mir direkt mein Schwert zu schnappen. Drei Flammenlanzen schießen an deinem Kopf vorbei Richtung Arantalva und zerschellen an irgendetwas Unsichtbarem zwischen den Magiern und dem Vampir. Scheiß Odem. So, nun Snorri und Da jetzt niemand mehr von uns in der Nähe steht. Ihr seid auf dem Schiff und könnt genau. jetzt die Geschütze bemannt. Der Typ steht da jetzt ja alleine. Vorher hätte ich ja nicht schießen können, weil dann hätte Erechi dann noch gestanden. Also würde ich jetzt versuchen, die Geschütze in Stellung zu bringen und irgendwie auf ihn zu feuern. Mhm. Es ist so ein bisschen, als würde dieses Schiff sich erst einstimmen müssen. Und du schiebst dieses schwere Geschütz halt so, reißt es so herum, um damit zu zielen. So richtig hast du auch da gar keine richtige Ahnung von. Snorri hingegen hat schon mal Schiffsgeschütze bedient. Ha! Gib ihm! Macht das alles mit ziemlicher Kraft und Geschicklichkeit, während du dann ziemlich Probleme hast, mit den dünnen Elfen-Sachen da richtig Kraft reinzustecken. Bis dir dann die Idee kommt, das ist ein elfisches Schiff, kein torwalsches Schiff. Und Dayariel beginnt eine kleine Melodie zu summen, worauf sich das Geschütz automatisch ausrichtet. Jetzt kriegt der Torwaler große Augen. Ich hätte es ja wissen müssen. In deiner Hand pulsiert das Geschütz ein bisschen, Snorri. Aber das Ausrichten und Ansingen hat ein bisschen gedauert. Was macht Tashmiru mit ihrem Schattententakel? Ja, mit dem wird sie nochmal vielleicht auch noch den Fall von Alricio, da den war zu langsam, um den Schlag zu blocken, und wird halt wieder auf die Beine, um ihn halt zu packen und dann halt wirklich versuchen, halt wegzuschleudern, dass er halt den Weg frei macht, dass er das nicht mehr stört. Aber nochmal nach ihm schlagen. Soll sich jetzt um Alricio drumwickeln und dann aus dem Weg. Nein, das hat sich jetzt gerade ein bisschen so angehört. Herr Tashmiru war zu spät, um den Alricio vor dem Schlag zu schützen. Deswegen geht es jetzt auf den Feind und zieht ihm wieder die Beine unterm Körper weg. Ach so, okay. Das Schattententakel schießt also wieder Richtung Arantalva. Ja. Und der schaut dann nur in deine Richtung und meint, du versuchst, den Herr der Schatten mit Schatten zu bekämpfen. Die Augen glühen einmal kurz auf und das Schattententakel erstarrt in der Bewegung. Der Schatten gehorcht mir und das Schattententakel dreht sich um. Ja, das Tashmiru wird dann so gucken, dass sie es auflöst, also quasi so ein Stoßgebet an Marvo, dass sie den Schatten zurücknimmt. Hoffen, dass das funktioniert. Kurz merkst du, dass sich der Schatten sträubt, aber du schaffst es, mit aller Kraft ihm aufzulösen. Er zerstiebt in merkwürdige Schattenfäden und rinnt quasi wie so ein flüssiger Teer auf den Boden. Etwas, was du so auch noch nie gesehen hast. Mhm. Gebt euren Widerstand auf! Vergesst es! Lumen ist wieder dran.
Ja, da er nicht die gute Elfe angegriffen hat, sondern sich anscheinend auf das Schiff fokussiert. Ja, der hat versucht anzugreifen, weil der Schmiro hat ja das Schattententakel kaputt zu machen. Was sehr gut ist. Also er denkt sich so von wegen, ha, die Attacke ist nicht geglückt. Die ist aber insofern geglückt, dass er abgelenkt war und die Leute an den Geschützen mehr Zeit haben und wir jetzt alle nochmal agieren können. Also das heißt, der Schmiro hat alles richtig gemacht. Ja. Und Alricio nicht vergessen, der hat auch was kassiert. Exakt, exakt. Alricio hat auch wunderbar abgelenkt. Ja. War alles geplant. Deswegen, da mir nichts großartig übrig bleibt, ich habe halt immer noch in der einen Hand das Schwert, in der anderen Hand diesen Gwenpyth-Hylstein, damit ich halt ein bisschen was sehen kann, wo ich hintrete und so. Und ja, lauf damit wieder auf ihn zu. Das ist genug Licht da durch die ganzen Flimflams und Fackeln, die ihr aufgestellt habt, ne? Großartig, dann stecke ich ihn erstmal wieder ein, weil ich ihn halt zum Auffangen von Alricio hätte den eher irgendwie fallen lassen müssen, alles. Ach ja, ja, ich hätte aber beides wieder aufgehoben. Du solltest mal versuchen, damit zu parieren. Hat eben super funktioniert, mit einem Stein zu parieren oder mit einem. Nee, mit dem Stein habe ich nicht vor zu parieren. Also wenn ich genug sehen kann, stecke ich den Stein halt wieder weg. Der leuchtet. Also ich meine. Großartig! Ich stecke ihn trotzdem weg. Laufe mit meinem Schwert auf den Typen zu. Ich werde den Stein irgendwann. Den Stein wollte ich eh schon in das Schwert. Wie groß ist der ungefähr, der Stein? Also faustgroß. Ja, okay, das ist zu groß für einen Schwertgriff. Mark my words, der wird noch kampagnenentscheidend. Möglich. Vielleicht. Spätestens jetzt. Okay, du läufst wieder auf ihn zu und willst so einen Sturmangriff machen quasi. Ungefähr, nur dass ich halt nicht wieder frontal drauf gehe, sondern wieder versuche etwas. Aber ich werde denselben Trick nicht nochmal versuchen. Mhm. Ich werde ihn abgleichen, beziehungsweise ich werde nicht links an ihm vorbei, ich werde auch nicht rechts an ihm vorbei. Über ihn springen werde ich nicht hinkriegen. Aber ich werde versuchen, so ein bisschen. Ich renne ja eine Treppe hoch, ne? Ja. Ist er weit von der Treppe entfernt? Er steht also oben so am Absatz der Treppe. Direkt am Absatz der Treppe. Gut, dann würde ich tatsächlich erst hochlaufen wollen und normalerweise ist derjenige, der oben ist, ja im Vorteil. Mhm. Allerdings würde ich einfach versuchen, ihm, weiß ich nicht, von einem Bein zu verabschieden und würde versuchen, mit der Klinge ihm eins der Beine abzuschneiden oder zumindest, dass er vielleicht einknickt und den Stand verliert. Dein versuchter Trick gegen die Beine funktioniert nicht ganz so, wie du sie das gedacht hast, denn mit starker Geschwindigkeit weicht Arantal bei deinem Angriff aus. Allerdings bist du ja auch ein Meister des Schwertkampfs und vielleicht hat er dich weiterhin unterschätzt. Also deine Attacke wird nicht das vollbringen können, was du geplant hast, aber es verschafft dir einen Vorteil. Welcher ist denn das? Naja, er geht zurück, so, also beziehungsweise er weicht meinem Schlag halt aus, so dass er vielleicht, indem er sogar springt, weil ich halt von sehr tief angesetzt habe. Und in dem Moment, wo er in der Luft ist und dem kurzen Moment, wo er auf den Boden steht, wo er sich erst austangieren muss, was bei ihm wahrscheinlich auch schneller geht als bei jedem Normalsterblichen, habe ich aber eine Möglichkeit, wo er nicht viel machen kann. Von daher setze ich mit diesem Schlag aus und nutze diesen Schwung, den er dann halt ausgewichen ist, um nach oben zu stoben und das Schwert durch seinen Kopf zu rammen, wenn das möglich ist. Das ist ja schon ein bisschen mehr als ein Vorteil, ne? Dann einfach nur, damit ich in eine gute Schlagposition komme oder mein Kannst nächster ihn Angriff. Kannst zurücktreiben, sodass du mit ihm gleich oben auf der Plattform stehst. Das wäre ein guter Vorteil. Ja, okay, gut. Dann machen wir das so. Okay. Alricio hat es ordentlich eingesteckt. Ja, ich aufraffen? Stehe ja noch, da Lumin mich ja quasi aus der Luft gepflückt und einfach wieder auf die Füße gesetzt hat. Also mein linker Arm hängt jetzt erstmal schlaff herunter. Ich werde da gar nicht groß drüber nachdenken. Ich gehe davon aus, der ist einfach heftig ausgekugelt, wenn ich Glück habe und keine Knochen durch sind. Mhm. Von daher werde ich mich wahrscheinlich mit dem linken Arm jetzt erstmal einfach nicht mehr weiter beschäftigen.
Nichtsdestotrotz sehe ich ja gerade, was Lumin dort mit unserem Gegner anstellt und würde wahrscheinlich abwarten, bis jener Lumin abgeschüttelt hat, um dann nachzusetzen, damit wir halt Zeit rauskriegen. Also, ne? Also auch wieder die Treppe richtig. Hoch. Wenn Avantalva halt beschäftigt gehalten wird, ist seine Konzentration dem nächsten im nächsten Angriff gebunden und damit kriegen wir mehr Zeit raus. Das ist jetzt einfach so ein bisschen der Plan. Mhm. Also wieder die Treppe hoch, dich am Kampf beteiligen. Ja, ich werde jetzt nicht mehr versuchen zu parieren, sondern auszuweichen. Das. Okay. Snorri, weiter schießen? Ja, sobald ich freies Schussfeld habe, gib ihm. Also, was heißt weiterschießen? Ihr habt ja erstmal die Geschütze bereit gemacht. Was ne? schießt denn dieses Ding eigentlich? Ja, große Bolzen. Ah, große Bolzen. Ich dachte, ich hätte dem Schiff auch zugetraut, dass es irgendwie kleine Ninja-Bäumchen schießt oder so. Oder dicke, fluoreszierende Bälle, die irgendwie, ja, irgendwie sowas. Nee, immer große Bolzen. Ja, gib ihm. Flying Group. Ich würde sagen, genau. Ja, weil wir genau. Freie Sicht haben, schießen wir. Hot-Ton-Torpedos. Ja. Ja, ihr habt freie Sicht und die Geschütze, die ihr benutzt, irgendwie, lassen jeweils einen großen Bolzen von los. Und tatsächlich. Erstmal. Einer davon schlägt zwischen Lumin und Avantalva ein, in der Mitte, und treibt Avantalva noch ein Stück weiter zurück. Was den zweiten Bolzen dazu veranlasst zu treffen, der vorher eigentlich nicht hätte treffen können. Und der durchbohrt die Schulter von Arantalva. Der mir jetzt einen riesen Holzbolzen in der Schulter steckt. Ich würde nachladen, vielleicht. Ja, das dauert eine Weile, bis man das Ding wieder irgendwie aufgeladen hat. Für einen Arm, würde ich sagen. Ja. Und Tashmeru, ohne Schattententakel. Ja, sie ist tatsächlich gerade ein bisschen ratlos, weil der, ja okay, der kann den Tentakel kontrollieren. Das heißt, sie müsste auch nah ran, wenn sie was ausrichten wollen würde. Auf dem schmalen Weg ist wahrscheinlich wenig Platz. Sie schaut einfach, dass er, der hat sich, jetzt näher an uns oder näher zum Schiff bewegt? Der hat sich näher zum Schiff auf die Plattform so zurückgezogen. Okay. Weil Lumin hat ihn ja da zurückgetrieben. Ja, Tashmeru wird halt ein bisschen nachrücken auf die Treppe, aber das Ganze erstmal beobachten und schauen, zur Not, wenn Arici irgendwas ist, eine Szenerie beobachten und sich bereithalten, einzugreifen mit ihrem gezogenen Dolch. Die Magier machen sich bereit, weitere Zauber auf Arantalva zu schmeißen. Und der wird die Hand ausstrecken Richtung Shayariel. Weil die hat mit ihrem Geschoss ja getroffen. Also die Schulter, in dem der Bolzen steckt, den Arm richtet er jetzt Richtung Geschoss oder Geschütz, auf dem du drauf sitzt, quasi. Und man hört einen Fulminictus, Donnerkeil! Also ich will nicht frech sein und die Runden überspringen oder so, aber wenn er den Arm ausstreckt, kann ich ihn abschlagen? Du bist ja noch nicht dran. Schade. Erstmal ist Arantalva dran und macht einen großartigen Fulminictus und in Shayariels Kopf ziehen sich die Gefäße und Äderchen zusammen und ein großer Schmerz durchschießt deinen ganzen Körper. Jetzt würdest du von innen heraus zerrissen werden, so fühlt es sich an. Ja, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr viel machen, außer vielleicht zusammenbrechen. Zumindest im ersten Augenblick wirst du dem Schmerz auf jeden Fall nicht widerstehen können, ja. Starker Angriffszauber, dessen Opfer du gerade geworden bist. Lumin. Du bist gemütet. Da er gerade den Arm so schön ausgestreckt hat und auf Shayariel gefeuert hat, würde ich das machen, was ich eben schon angeteased habe, nämlich diesen ausgestreckten Arm nehmen und abschlagen wollen. Oder zumindest mein Schwert darin versenken wollen. Ja, das war dein Plan. Allerdings passiert etwas
Unvorhergesehenes. Was passiert? Achso, was passiert? Ja, das klappt irgendwie nicht, aber warum? Weil er wahrscheinlich schnell genug mit dem anderen Arm meinen Arm abfängt. Ah ja, genau, das ist eine gute Idee. Der fängt nicht nur deinen Arm ab, sondern er fängt mit dem anderen Hand die Klinge ab. Das ist nicht nett. Und schaut dann jetzt ruckartig zu dir rüber und du schaust in diese tiefen roten Augen. Während zwei gleichzeitig hinter dir auftauchende Gestalten, nämlich Tashmeru und Aricio, was machen? Aricio ist ein Stückchen weiter vor Tashmeru. Darfst gerne anfangen. Ja, erwartet. Also. Abwarten, okay. Ja, es geht darum, Zeit zu schinden. Wir werden gerade unsere Packung alle einstecken müssen. Den Schwerthieb von Lumin abgefangen in der Luft, ne? Ja, yeah, ist mir schon klar, aber damit ist er ja immer noch mit Lumin beschäftigt. Also, ist richtig, ja. Es hilft ja jetzt nichts, wenn ich da jetzt auch nochmal nachsehe. Also dann, weiß ich nicht. Noch lebt Lumin. Wenn Lumin nicht mehr lebt, dann kannst du ran. Es geht mir nicht darum, ob er lebt. Ich gehe davon, ja gut, dann gehe ich halt drauf. Meine Güte. Nein, ist doch okay. Mach dein. Dann gehe ich drauf. Frag nur. Nö, gehe ich drauf. Und los. Ich hab mein Dolch. Ich vertraue dem Dolch. Ich hau drauf. Ich gehe hin. Hinrennen. In den Arm. Gib ihm. Ja, du gute Idee, in den Arm. Dann hat Lumin sein Schwert wieder frei. Genau. Der Dolch trifft den Arm. Was macht Tashmeru? Da jetzt zwei Leute dran sind, wird halt auch weiterhin in Lauerstellung gucken, dass sie halt dann vielleicht das nächste Mal was bekommt. Dass sie einfach dann. Ja, obwohl sie kann auch mit drauf, ne? Sie überlegt kurz, zögert ganz kurz und dann rennt sie auch und rammt es dem quasi so in die Seite rein. Das ist halt, was sie gerade hat. Nur Alricio von der vorne, anderen Seite, so, ja. Von der anderen Seite mit dem Dolch. Ja. Mit dem Stoßgebet an Marbo. Ja, das funktioniert. Satz ab, Alter. Das Blöde ist, Lumin ist ja so ein ziemlich stämmiger Kerl, ne? Und du hast jetzt auf der einen Seite ist jetzt Alricio rum, weil Alricio hatte jetzt die Seite erwischt, wo dieser Bolzen nicht in den Boden eingeschlagen war. Du hattest die Seite erwischt, wo der Bolzen ist. Den hattest du allerdings nicht mehr so richtig auf dem Schirm, als du auf der anderen Seite von Lumin diesen dicken, großen, nicht dicken, diesen massigen Krieger umrundest. Und hattest mit dem Bolzen nicht mehr gerechnet. Du bist aber gewandt genug, um den Bolzen auf dem Boden nochmal auszuweichen. Allerdings wird dadurch dein Dolchhieb in die Seite wesentlich schwächer, als du dir das irgendwie vorgestellt hast. Du fügst ihm wahrscheinlich noch einen kleinen Schnitt bei, aber das ist landest danach in einer nicht so vorteilhaften Position. Nämlich genau zwischen den Geschützen und Rantalva. Was wiederum die Geschütze oben, die ja gerade nachladen, erstmal wahrscheinlich zum Fluchen anlässt. Ne? Also, ich weiß nicht, Shayari kann wahrscheinlich nicht mehr nachladen jetzt gerade, weil sie sich irgendwie vor Schmerzen gerade sich windet. Aber Snorri, da springt gerade Tashmeru genau ins Schussfeld. Aus der Schusslinie! Entschuldigung! Und ein Fluch kommt von Tashmeru und sie wird gucken, dass sie irgendwie sich wegduckt oder so, aber über, es ist so ein, wow. Über Lumins Kopf hinweg schießt eine Feuerlanze an Arantaiva vorbei. Während eine andere genau zwischen dir und Alricio den Körper des Untoten in einen Flammen, in eine kleine Flammenwunde beibringt, brutzelt so vor euch hin, riecht so komisch verbrannt und eine dritte Feuerlanze geht an Alricio auf der Seite vorbei, ins Leere. Oder ist durch irgendetwas abgelenkt worden, wer kann das gerade schon sagen, es ist hinter euch passiert. Arantalva hat ja jetzt gerade auf Lumin geblickt, hat dann ja den Dolch in den Arm bekommen, der die Klinge abgefangen hat. Zu Lumins Glück, denn wahrscheinlich hätte er die Klinge damit sogar aus den Rand reißen können. Auf jeden Fall ruckt er gerade an deinem Schwert. Und du hast sichtliche Mühe, dieser Kraft des Vampirs zu widerstehen. Aber die Klinge in seinem Arm und deine Anstrengungen verhindern, dass dir das Schwert aus der Hand gerissen wird. Narantalva geht dann über zu einem
Art Bodycheck in deine Richtung und versucht, dich umzuwerfen. Was kann man denn dagegen tun als Krieger, dessen Schwert sich gerade auch noch in seiner Hand befindet, immer noch? Also er zieht so quasi, erst zieht er an dem Schwert, sodass du halt dagegen halten musst, und dann versucht er in der gleichen Bewegung halt mit der Schulter dich umzutackeln. Was ich tatsächlich mache, was man wahrscheinlich jetzt am wenigsten von einem so stämmigen Krieger erwartet, ist nämlich, er würde ausweichen, und im schlimmsten Fall der Fälle würde er das Schwert loslassen, damit das einfacher geht, und einen Dolch aus seiner Seite ziehen, die ich wahrscheinlich erst nächste Runde oder einsetzen kann. Aber ich, wie gesagt, genau, ich würde halt erst dem ausweichen, weil ich weiß, was für eine Kraft ist. Und behende drehst du dich um dich selber und anteilbar Angriff geht quasi ins Leere. Er stürzt so halb die Treppe hinunter, was Alricio die Möglichkeit gibt, in seinen Rücken zu gelangen. Und einen Schurken im Rücken. Selten gut, ja. Aber was macht der Schurke da draus, dass er im Rücken ist? Ja, also wenn er diese Attacke da gestartet hat, werde ich wahrscheinlich den Schwung nutzen, um eben den Dolch aus dem Arm wieder herauszuziehen und in seinem Rücken zu stehen. Also ich gehe mal davon aus, dass das Genick der noch am ehesten verwundbare Punkt bei diesem Wesen oder so sein dürfte. Ja, genau, von daher nicht lang schnacken. Dolch in den Nacken. Ja. Okay. Der Dolch geht in den Nacken. Oh, es gelingt ja auch, den Dolch genau da anzusetzen. Du hörst ein merkwürdiges Zischen und Zaschen, als der silberne Dolch sich in die Haut des Vampirs hineingräbt. Und ein Aufstöhnen des Vampirs. Tashmeru? Hört ja, jetzt noch die Stimme von Snorri aus dem Weg! Ja, wird sich wahrscheinlich einfach erstmal ducken, dass sie aus dem Weg ist, und dann gucken, wie sich die Szene, die sich vorher entwickelt, dass Lumien sich auch wegduckt und die Szene einfach beobachten, ducken und dann gucken, dass sie in der Schießpause dann aber auch Alricio im Attacke unterstützt. Mhm. Ja, schießt du denn auch? Snorri, trotzdem, dass Tashmeru da ist, sie hat sich zwar zu Boden geschmissen, es ist noch ein Risiko da. Wenn du schlecht zielst, könntest du sie treffen. Allerdings könntest du auch die anderen beiden treffen. Aber wie weit ist das denn von mir weg? Luftlinie. 100 Schritt ungefähr, also nicht sonderlich weit. Also, weil meine Überlegung war, ich bin ja oben. Ja. Und ich bin ja mit der Axt durchaus versiert. Von oben rein. Aber es völlig, völlig irre ist, von oben vom Schiff runter zu springen und ihm die Axt quasi auf den Kopf zu hauen. Da ist auch noch ziemliche Leere und Abgrund dazwischen. Also versuche ich einfach sehr gut zu zielen. Und im Zweifelsfall frage ich dich gleich, ob ich mit zwei Edge irgendwie noch zwei zusätzliche Erfolge haben kann oder so. Keine Ahnung. Edge. Sonst sagt, das ist hier nicht Shadowrun? Nee. Scheiße. Ich mach mal einen Screenshot, warte. Beschreib mal, wie das ganz feierlich nicht funktioniert. Also richtig gar nicht funktioniert. So richtig gar nicht? Tue ich irgendwem anders weh, oder? Das überlasse ich dir. Also. 20 gewürfelt. Ja, aus dem Weg! Also ärgert sich wirklich. Und in diesem Ärger zieht er quasi das Geschütz irgendwie noch ordentlich dran, also verzieht und ballert den Bolzen so richtig schön dran vorbei und trifft irgendwie noch einen anderen dicken Ast, der dann quasi mit großem Getöse runterfällt und noch so die Plattform streift, aber es geht so richtig in die Binsen. Ja, der Ast landet genau zwischen Tashmeru und Rantalwa.
Das beinahe hätte dich am Kopf getroffen. So. Aber Shayaril hat sich kurz wieder erholt von dem magischen Angriff. Willst du nachladen oder willst du was anderes machen? Die Pfeile sind ja von abgeprallt, aber ich würde doch nochmal versuchen, jetzt einfach erstmal Pfeile zu schießen. Vielleicht ist er inzwischen so abgelenkt durch den komischen Schuss von Snorri. Genau, also ich schieße jetzt einfach von oben ein paar Pfeile runter. Ja. Ah, das ist sehr gut, dass der erste Pfeil surrt von der Sehne und macht was bei dem Opfer? Ich hätte ihn natürlich versucht, auch am Hals zu treffen. Da, wo Alvicio gerade reingestochen hat. Ja, ob das jetzt natürlich in den Hals reingeht oder im Kopf oder woanders. Also für Alvicio sieht das jetzt folgendermaßen aus. Der steckt von hinten ganz sneaky diesen Dolch hinten in den Hals rein. Das macht dieses Zisch, Zasch, Zusch. Und dann auf einmal fühlst du so einen Widerstand im Hals, als ob du gegen irgendwas gegenstichst. Guckst noch mal genauer hin, dann steckt da auf einmal ein Pfeil quer im Hals. In dem sich da seine Klinge gerade scharkt. Und das Arantalva heult noch einmal auf. Und wuchtet noch einmal nach gegen Lumin. Und verpasst ihm einen ordentlichen Tritt. Dem Lumin aufgrund seiner Stellung gerade nicht mehr so gut ausweichen kann. Ohne Schwert in der Hand ist das halt nicht so gut zu kämpfen auf dieser Treppe. Den Stiefelhieb oder Tritt passiert Lumin auf jeden Fall. Und geht erstmal auf der Treppe zum Boden. Mit einem Schmerz auf dem Gesicht. Ist dann aber wieder dran. Dann gucke ich ihn zornig an und nutze diesen Zorn. Und wir haben hier trainiert, ne? Zusammen, dass wir zusammen kämpfen können. So. Ja. Und da Alvicio gerade mit dem Messer in seinem Hals ist und hinter Alvicio noch Tashmiro lauert, richtig? Ja, die liegt zwar auf dem Boden, aber sie lauert. Okay. Und wenn Alvicio schon diesen Dolch in dem Kopf hat, hatte ich ja in den Trainings auch erwähnt, hey, Kopf abmachen ist immer super und sollte man irgendwas geschafft haben, in seinen Hals zu packen, drehen, ja? Um dem Alvicio jetzt dahingehend unterstützen zu können, ja, würde ich nämlich versuchen, ich habe jetzt nur noch den Dolch, hat er das Schwert fallen lassen oder hat er das noch, ja, hat er noch das die noch Klinge in der Hand? Das Problem ist, mit Kraft ist gegen die Viecher ja nicht wirklich was zu gewinnen. Schwer zumindest. Ich würde aber versuchen wollen, nochmal auf die Beine zu gehen, weil ich bin ja wahrscheinlich wieder unter ihm auf der Treppe, richtig? Ja. Würde versuchen wollen, ihm irgendwie so ein oder im Optimalfall beide Beine wegziehen zu wollen. Fußwege. Dass quasi während Alvicio die Klinge im Hals hat, durch den Ruck, wenn er runterfällt oder so, die sich automatisch so ein bisschen mit wegdreht und vielleicht diesen Kopf zum Teil wieder aushebelt. Bin stets bemüht. Ja. Ja, du versuchst diese Art Fußfeger zu machen und oder Handfeger, wenn ich unten auf der Treppe stehe. Ja. Wie es auch immer besser. Unterschätzt noch ein bisschen den Stand dieses Vampirs und die Kraft, die er besitzt. Oder die Schwere von ihm überhaupt. Denn du ziehst so und zerrst an seinen Füßen, aber richtig von den Beinen kriegst du ihn irgendwie nicht. Während Alvicio hinten was macht, also unten zieht und zerrt Lumin an den Beinen. Ich erinnere mich jetzt an eben jene Szene, in der er mir beibrachte zu drehen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich habe halt nichts anderes, womit ich mich festhalten kann. Also ich, von daher versuche ich das irgendwie so mit den
also versuche ich mich jetzt erstmal mit den Füßen irgendwie an ihm zu fixieren, an Avantalva, damit ich halt die Möglichkeit habe, mit dem Arm zu agieren. Ich habe ja nur noch einen Arm, also den anderen werde ich definitiv nicht mehr benutzen können. Genau. Das ist jetzt so gerade mein Plan. Gleichzeitig geht ein Stoßgebet an den Herrn Fex, raus. Genau. Ein Stoßgebet an Herrn Fex und der Dolch kreiselt wieder, so wie er kann, oder? Keine Ahnung. Ja. Also tiefer stecken geht ja jetzt gerade nicht, da ist ein Pfeil im Weg. Richtig, da ist aber drehen wäre ja eine Maßnahme. Die Wunde vergrößern. Ja. Okay. Dein Gebet an den Herrn Fex scheint irgendwie zusammen mit dem Drehen des Dolches auf jeden Fall eine Reaktion hervorzurufen, ein tiefes Grollen und Stöhnen und Kreischen entfährt dem Hals, dem angegriffenen Hals des Wesens. Tashmeru rappelt sich auf die Beine und tut was? Würde von, wenn er mit dem Rücken zu ihr steht, auch an die Seite gehen, gucken, also so auf der einen Seite Alricci an ihm dranhängt, auf die andere Seite wählen und sich um die beiden Flöcke, die da drin stehen, drumherum und ihm dann auch ihren Marbo-Dolch mit Geschick und beim Stoßgebet an Marbo in die Seite stechen, sodass er quasi die Seite aufschneiden, weil sie hat den Schnitt, den sie schon gesetzt hat, den vergrößern rein und den vergrößern wollen. Tashmeru schießt nach vorne, schneidet ihren Dolch in die Seite des Vampirs. Wahrscheinlich von Tayarisch kommt ein weiterer Pfeil, oder was machst du noch? Ja, habe ich den Pfeil schussbar, sonst würde ich versuchen, eins der Augen zu treffen. Ja, der ist halt drei deiner Kumpane hängen halt quasi an ihm dran. Ja, das ist klar, aber der Kopf, sind die Augen frei? An seinem Hals hängt Ayricio mit seinem Dolch. Die Beine, ja gut, dann lade ich erstmal nach. Vielleicht brauchen wir nochmal irgendwie einen Bolzenschutz. Okay, dann lädst du den großen, die große, große, das große Katapult nach. Und Snorri? Ich überlege mich, aus dem Fernkampf in den Nahkampf zu begeben. Wie lange brauche ich denn? Ich habe doch meine Runde, wenn du da bist du dann da, ja. Also du musst einmal also runterlaufen. Die Elfenstiefel müssen ja eigentlich noch. Ach stimmt, ja, wenn du die wieder aktivierst, dann ja. Ja, ja. Ja, ja. Dann kannst du noch angreifen, ja. Ja, mach ich. Also Elfenstiefel und dann quasi so. Ariel spürt noch so einen Lufthauch. Genau, zu springen und ihm quasi die Axt in den Kopf zu hauen. Ja. Okay. Also an Tashmeru vorbei, rauscht eine Axt. Ja. Während Tashmeru unten die Seite aufschneidet, schneidet etwas weiter oben die Axt in den Körper, während Lumin unten an den Beinen zieht und Ayricio an dem Hals herum doktort. Stümperhaft, wie das nur ein eurasischer Doktor machen kann. Der eigentlich keinen Doktortitel hat, sondern ihn nur geklaut hat. Also von allen Seiten behagt ihr dieses Wesen noch und in diesem Augenblick, als es gerade herumschreit und sich versucht, irgendwie seine Angreifer zu entledigen, einmal herumwirbelt und euch alle mit Kraft von sich wegstößt, ihr die blutenden Wunden gerade sich wieder schließen seht, beendet Amalaya ihren Gesang. Und das Schiff erbebt unter Shayariel, die ja auf dem Schiff oben drauf ist. Und man hört ein großes, pulsierendes Herzschlagsgeräusch aus dem Inneren des Schiffes. Und die Takelage geht auf. Und das Segel entrollt sich. Na dann. Möchte Shairi noch einen Schuss abgeben?
Ja, ich gebe jetzt nochmal einen Schuss ab. Vielleicht haben die anderen dann die Möglichkeit, die Wieder Treppe wieder zu verlassen. zurückgeschleudert wurden. Das freie Ja. Schuss mal. Genau, ich schieße. Ja, der Schuss löst sich aus dem Katapult der Bolzen, wo es eben noch ein normaler Holzbolzen war, den ihr abgeschossen wart, wird er nun im Flug mit einer merkwürdigen Energie umspielt und schlägt in den Körper des Vampirs ein und scheint ihn von innen heraus zu verbrennen, mit Licht zu füllen, sodass so ein bisschen wie als Neo von innen den Agent Smith auflöst, so stelle ich mir das vor. Sodass er irgendwie aus ihm heraus überall leichtes Licht herausbricht. Und kurz bevor er droht zu zerspringen, verpufft er in einer schwarzen Wolke und ist verschwunden. Drecksack. Verdammt. Gut. Was für eine Art. Keuchend sind die Nahkämpfer am Boden. Ich halte mir die Seite noch ein bisschen, wo der Tritt mich getroffen hat und gehe erstmal zu Alricio, weil der quasi so einen schlaffen Arm hat und schau. Die schwarze Sonne verzieht sich, wie eine Sonnenfinsternis sich verzieht, irgendwie die Sonne langsam wieder zum Vorschein kommt. Das verrottende Baumgestrüpp unter euch verwandelt sich wieder zurück in normales Holz. Die Dunkelheit verschwindet. Der Sturm und die Eiseskälte verschwinden ebenfalls. Und ihr blickt euch zu Amalaya um, die verschwunden ist. Der Traum ist beendet. Ist mein Schwert da noch oder ist das irgendwo runtergefallen? Das Schwert ist zu Boden gefallen. Boden ist also nicht ganz Bodenboden, ja, Ihr sondern blickt euch Plateauboden. auf Plateauboden, ja. Okay, Ihr dann muss ich blickt es. euch um und irgendwie erkennt ihr euch eure Umgebung selbst nicht mehr. Die Dunkelheit ist verschwunden, geht in ein grelles, blendendes Licht über. Ein friedlicher Wind wiegt nun die großen Blätter des Baumes hin und her. Eure Augen blinzeln vor der Helligkeit. Vogelgezwitscher ist zu hören. Eure Rücken und Knochen schmerzen, außer das von Shayari, die hat, ne, ist ja oben auf dem Schiff. Ihr befindet euch immer noch oben in der Krone des Baumes. Aber wo ist der Schatten und wo ist Amalaya und wo sind die verschiedenen Wesenheiten und Elfen, die ihr gesehen habt? Die Traumwelt um euch löst sich auf. Und alles hier ist alt, verlassen. Die Gebäude sind nur noch in ihrer groben Form zu erkennen und überall mit Baumwuchs bedeckt. Die Werkstätten kaum noch erkennbar. Einzig die Bahalür liegt noch oben in den Wipfeln. Allerdings auch an ihr hat der Zahn der Zeit genagt. Takelage kaputt, die Seite, wo Arantal war. Das Schattengeschoss reingehämmert hat, zerstört. Auf jeden Fall mindestens reparaturbedürftig dieses Schiff, aber nicht zerstört. Wie geht's euch? Ja, bisschen platt noch vom Kampf, aber das Schiff, es war eine Mischung aus Traum und Realität, oder? Scheint so. Das Ihr Schiff hört scheint jetzt wieder irgendwas. dieses Lied, diesen Hilfegesang. Kommt Kommt der vom von der Schiff. Baller? Vom Schiff, ja. Okay. Es Geht's ist, als ob Alricio? das Schiff sinkt. Schiff ist doch mit so einem Hilfe. Schwester Adepta, könnt ihr euch den Arm bitte von Alricio mal anschauen? Ja, kann ich machen. Gut. Sonst irgendwelche. Nichts Großes, nur ein paar Schrammen und blaue Flecke. Okay. Der Schuss tut mir echt leid. Und Shayari, guter Schuss. Verdammt Ja. guter Schuss. Das war wirklich ein energiegeladener Schuss. Wow.
Ich schicke ihn mal von oben zu, dass sie erstmal aufs Schiff kommen sollen und dass ich denke, dass unser Schiff ist. Ja. Die uns da erstmal verpflegen, versorgen und zur Ruhe kommen. Ich suche vorher noch meine Plakette. Nach etwas suchen findest du sie natürlich auch. Lumen greift nach dem Holz, nach dieser Holzmünze, die er jetzt um seinen Hals trägt, ob die noch da ist. Ja. Okay, gut. Scheint er beruhigt zu sein. Ja. Snorri, dann denke ich mal, müssen wir dieses Schiff wieder auf Vordermann bringen. Und du scheinst der beste Mann hierfür zu sein. Shayari, kennst du dieses Lied noch? Glaubst du, du hilfst, wenn du das singst? Ich kann halt die Sprache nicht sprechen, aber die Melodie bekomme ich wohl hin. Und ich Allerdings bin auch bist du kein keine Zauberer. Zauberweberin. Ja, ich bin weder Zauberer noch Zauberweber. Ich denke, wir werden erst eher handwerklich tätig werden müssen. Wenn wir das, aber lass uns doch erstmal hier gucken, was unsere Aufgabe Ja, ist. es scheint ja doch zumindest ja, irgendwie lebendig. Vielleicht kriegen wir es geweckt. Ich weiß nicht, hören wir auch diesen Pulsschlag noch, den wir da gehört hatten? Ja, den hört ihr noch. Ich denke, es ist wach. Es hat uns ja anscheinend gerufen. Es ist. Ja. Schiff zu reparieren. Auf geht's. Ja, ihr geht alle hoch zum Schiff. Das Schiff ist wie verfangen oder zugewuchert im Geäst des Baumes. Eigentlich noch an der gleichen Stelle, wo ihr es im Traum gesehen habt, aber jetzt halt der Baum ist halt über Jahrtausende weitergewachsen und hat das Schiff quasi eingeschlossen. Wir befreien es. Das wird eine ordentliche Anstrengung vonnöten machen. Dann krempel ich mal die Ärmel hoch. Meinst du, meint ihr, wir kriegen den Baum irgendwie dazu, dass er das Schiff freigibt? Lass uns doch erstmal irgendwie den Kampf verarbeiten und uns ja, kurz sammeln und. Mach das. Lumi, das Schiff. Lumi, bist du noch voll von Adrenalin? Sag mal, Alricio, wo hast du diesen schicken hellen Dolch her? Ach, den habe ich den Baumdrachen abgenommen. Praktisch. Scheint der sehr gut funktioniert zu haben. Ich glaube auch. Also nach dem Reinfall mit der Plakette ist der Dolch, der hat echt geglänzt, ne? Gut, dass wir jetzt zwei Waffen haben, die diesen Viechern Schaden zufügen können. Erst einmal haben wir jetzt ein Zauberschiff, meint Castellani. Moment. Erstmal sind wir beim Zauberschiff angekommen, weil es uns gerufen hat. Und alles andere klären wir dann jetzt in Ruhe. Eins nach dem anderen. Ja. Ich traue dem Braten noch nicht. Ich schaue mich mal mit fachkundigem Blick um, welche der Äste, die das Schiff so eingeschlossen haben, sich eignen, um daraus Bretter, also Planken zu machen. Ja. So. Wirst du einige entdecken, also. Ja. Du so. Hast zwar nur ein paar Tage in der Gesellenschaft bei Amalaya gearbeitet und wirst auch nie das können, was sie konnte oder was die Elfen konnten. Aber du mit deinem geschulten Blick müsstest du zumindest die oberflächlichen Zerstörungen an dem Schiff ausbessern können. Lumin, wenn du schon haust, dann mit den und den Ast, und zwar an der und der Stelle, dann können wir Bretter draus machen. Okay. Wenn du anfängst, also als du da so anfängst, so ein bisschen die Äste wegzumachen. Da und da und da nicht. Haben wir vielleicht irgendwie noch ein Beil oder sowas, was ich dafür nutzen kann? No, ich werfe dir gerade mal meins rüber. Die einzige Schwachstelle von Lumen, er kann nicht fangen. Nein. Gut, dann. 3000 Meter weiter unten wird ein Goblin von einer Axt erschlagen. Besser als ein Blumentopf oder so. Genau. Wenn ich diesen Pilz nicht essen soll, dann möge mir ein Hinweis von oben kommen. Schade. Möge Mutter Sau mich bestrafen, wenn ich den
Ach, scheiße. Ja, ich mache durchaus das, was Snorri mir sagt und werde anfangen, dieses Schiff frei zu machen. Ja, also das wird euch einige mindestens Wochen beschäftigen, das Ding freizukriegen. Mindestens Wochen, wenn nicht sogar Monate. Und das müsst das ja auch noch alles die also Planken herstellen und Harz herstellen, um das Ding zu verkleben und alles. Die ganzen Maschinen und Gerätschaften, die ihr im Traum gesehen habt, sind alle ja nicht mehr da. Ja, aber Moment, also wenn das so lange dauert, dann lass uns doch runtergehen. Die Wesen waren doch sehr hilfsbereit unten. Und das sind doch Baumwesen und Elementarwesen. Ja. Vielleicht kriegen wir sie dazu, dass sie uns helfen bei dem Bau. Dann können wir uns Zeit ohne Ende sparen. Ich habe gedacht, wir sind da jetzt, weiß ich nicht, ein, zwei Tage dran, das Ding irgendwie von Gestrüpp zu befreien oder sowas. Ihr seid halt ein paar Leute, eine Handvoll Leute, zwei Hände voll Leute. Nur einer davon kennt sich mit Schiffsbau aus. Ja. Aber so ein Weben und sowas, da wird wahrscheinlich gar nicht so eine gute Idee, dass wir runtergehen und fragen hier, das ist der. Ja, das Blöde ist nur, das gleiche Bild, was sich oben geboten hat, bietet sich auch ein paar Stockwerke unten. Die sind alle nicht mehr da. Echt? Überwucherte Häuschen. Ach nö. Wie verlassen. Als ob es die nie gegeben hätte. Das wird schwierig. Also nicht, als ob sie nie gegeben hätte, aber als ob sie schon Ewigkeiten nicht mehr da wären. Sehr schade. Okay, dann haben wir jetzt einfach keine andere Möglichkeit, außer dieses Schiff zu reparieren. Dann Snorri, mach uns zu Schiffsbauern. Ja. So. Und hier endet der erste Teil der Sternenträger-Kampagne. Ihr habt das Schiff gefunden, ihr habt das Schiff gerettet vor Arantalva und seinem Angriff. Und ja, das Ausbessern und Entdecken der Kräfte des Schiffes oder vielleicht sogar das Benutzen des Schiffes werden wir dann im zweiten Abenteuer erstellen und mal schauen, wohin es unsere Helden dann noch verschlägt und was das Ganze denn sollte mit dem Lied und dem Hilferuf. Mhm. Aber das werden wir an einer anderen Stelle spielen. Und ich habe da eine gute und eine schlechte Nachricht, denn wir wollen ja alle weiterspielen, denke ich. Also zumindest werden wir uns darüber unterhalten, ob wir das machen oder nicht. Allerdings wird jetzt erstmal eine längere Pause folgen, denn in den nächsten Wochen wird mein Nachwuchs geboren werden. Und dann muss ich mich erstmal um die kümmern. Und wenn da halbwegs vernünftig Tagesabläufe wieder drin sind, dann setzen wir uns wieder zusammen und können wieder spielen. Wann das genau sein wird, das weiß ich noch nicht. Ich schätze mal so ein, zwei Monate wird es mindestens dauern, dass wir bis dahin aussetzen müssen. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Vielen, vielen Dank, dass ihr da draußen mitgeguckt habt. Hallo Lemeriel, der gerade frisch reingeradet ist. Und an die anderen hier reingeradet sind. Der Morsil zum Beispiel, zumindest Pen and Paper. Ja, mindestens. Wir haben auch Shadowrun gespielt, sehe ich hier gerade. Ja, sehr cool. Das ist das Haus- und Hof-System von Slive. Schön, dass ihr hier wart, aber wir sind jetzt auch gerade so ein bisschen gegen Ende. Beziehungsweise machen jetzt gerade Schluss. An die anderen, Tengil und Baal und wie sie alle heißen, Lord Glotz. Schön, danke schön, dass ihr hier reingeschaut habt. Danke Tengil auch nochmal, dass du deinen Sub erneuert hast, der jetzt natürlich halbwegs ins Leere läuft. Aber ich bedanke mich trotzdem dafür. Wer auch immer mir Geld hier hinterlässt, vielen, vielen Dank. Weiß nicht, womit ich das verdient habe. Aber danke. Bin sehr, sehr dankbar, dass ihr das macht. Mit qualitativ hochwertigem Rollenspiel, mein Lieber. Ja. Vielleicht das. Ja. Ihr habt recht. Ja. Aber das geht ja genauso an euch. Also eigentlich mehr an euch als an mich.
Naja, wenn du nicht dir die Mühe machen würdest, das zu leiten, so essen wir alle nicht zusammen. Also großen also jeder, Applaus der Rollen, und Dankeschön. Jeder, der Rollenspiel spielt, weiß, eine Geschichte ist erst dann, wenn der Spielleiter eine geile Idee hat, das weiß auch noch umzusetzen und das Glück hat, eine Runde von erstklassigen Spielern und zumindest mich auch noch zu haben. Und das Ganze jetzt stapeln wir alle mal persönlich tief und heben die an. Ja, nein. Also ich darf noch mal sagen, das erste Abenteuer, was wir jetzt hier zusammen gespielt haben, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, die Runde ist sehr rund und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann noch in die zweite Runde geht. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Ja. Wie und was und warum wir weitermachen, das werden wir natürlich nicht on-air besprechen, aber ja. Genau. Deswegen verziehen wir uns jetzt gleich auch mal hinter die Kulissen zurück und sagen nochmal Dank an alle ZuschauerInnen und wie gesagt, es wird eine Weile ruhig sein hier auf dem Kanal, aber folgt mir ruhig auf Instagram oder kommt in den Discord, dann könnt ihr da immer herausfinden, wann noch was ist. Die Podcast-Formate gehen alle hoffentlich so weiter, weil die ohne Bild kann man da auch mal mit Baby auf dem Arm sitzen und da was machen. Von daher bin ich nicht ganz komplett aus dem Leben herauskatapultiert. Also auf dem YouTube-Kanal wird es auf jeden Fall die Podcast-Formate noch weitergeben. Nur hier auf Twitch, ich weiß nicht, vielleicht starte ich irgendwann mal, ich bin ja dann in Elternzeit, vielleicht habe ich zwischendurch bei den drei Kindern Zeit, hoffentlich. Vielleicht spiele ich auch eine Runde irgendein Spiel. Dann, ich muss ja noch mal Baldur's Gate zu Ende spielen oder so. Oder Shadows, Vampire, Swan Song habe ich auch noch nicht zu Ende gespielt. Ja, mal gucken. Wer weiß. Also, bleibt mal dran und dann erfahrt ihr auf jeden Fall, wenn hier irgendwas weitergeht. Jo. Wollt ihr noch ein bisschen Werbung machen für euch? Ich weiß, dass der Pölle gerade ein bisschen Streaming-Probleme hat, aber seine Runde fleißig aufnimmt und irgendwann so nach Tagen des Uploads sie dann irgendwann dann doch auf dem Kanal irgendwie erscheinen könnten. Ja, ernsthaft, ich bin froh, dass das hier gerade funktioniert. Wir haben gestern die neue Folge Grenzenlose Macht der sieben gezeichneten Kampagne aufgenommen. Ich habe für die davor liegende Folge, die habe ich ja auch schon abgeloadet, 36 Stunden Upload gebraucht, weil die Leitung hier so dermaßen kaputt ist. Angekündigt ist, dass jetzt in der nächsten Woche ein Bautrupp hier anläuft und die Leitung an der Straße repariert. Ich traue der Firma mit dieser markanten Farbe, die dafür zuständig ist, allerdings nicht über den Weg, weil die jetzt seit 2 Monaten mit der Leitung hampeln. Ich kann einfach noch nichts sagen. Ich werde versuchen, es hochzuladen, sobald ich irgendwie die Kapazitäten dafür habe. Nur ich muss dafür halt auch 36 Stunden auf meinen Rechner verzichten und ich muss mit dem halt auch arbeiten. Das ist nicht ganz so einfach. Deswegen erwartet. Wenn ihr noch nicht alles geschaut habt, habt ihr, ich glaube, 102 Videos oder so, die ihr noch nachgucken könnt auf dem Kanal. Also wenn euch hier bei Koali schon alles abgegrast ist, YouTube-Kanal Pölle, lohnt sich, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich habe mit all den Runden massiv Spaß gehabt. Ja. Ja, jetzt mir irgendwie das Overlay zerschlagen hier. Ich weiß auch nicht, wo. Okay. Während ihr bei Koali noch auf Content, Live-Content wartet, könnt ihr bei Zeitiger mittwochs vorbeischauen. Immer die Woche, nachdem wir, also jetzt kommende Woche, da spielen wir nämlich Wesen und sind gerade in einem kleinen Ort in Schweden unterwegs, wo wir rausfinden müssen, was da jetzt vor sich geht, weil es passieren seltsame Dinge. Also schaut bei Zeitiger vorbei. Die ersten paar Folgen sind auch schon hochgeladen. Wir sind 2 Folgen in Schweden. Genau, schaut da gerne vorbei. Ist mal ein etwas anderes Setting. Jo. Geht um ja Wesen so Grimm-Style, wenn euch das was sagt. Jo, hat sonst einer von euch anderen noch irgendwas? Keiner mehr.
Ich würde ja Werbung für alle 2 Wochen Koali machen, aber da steht ja jetzt halt noch nicht fest, wann es wieder läuft. Dann blende ich mal kurz die Kanäle von Stadtpoetin Sly von Eleanor an, wo man sie findet. Und ja, ich schicke euch dann jetzt noch irgendwo hin weiter. Tut mir leid, dass wir jetzt irgendwie die Bilder schon ausgemacht haben, aber irgendwie hat es mir gerade mein Setup zerschlagen, ja, nachdem ich hier die Aufnahme beendet habe. Das ist auch irgendwie neu über Zoom. Keine Ahnung, woran das liegt. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Warte, dann kann ich uns wieder einblenden. Ah, da sind wir wieder. Ja. So. Ihr könnt noch ganz kurz mal die Leute noch irgendwie unterhalten, während ich einen schönen Kanal suche, wo wir die Leute hinschicken. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen, wo wir hingehen können. Ich muss mal meine Links aktualisieren. In diesen Anzeigen. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich glaube, es spielen diverse Streamer momentan irgend so ein Rustalot. Das ist, glaube ich, auch so ein Rollenspiel, ja, aber mit Computerhilfe. Frisch gestartet, ne? Ja. Ja. Gucken, was gibt es denn hier bei Tabletop? Ich habe ja gerade ganz, ganz groß die Shadowrun-Episoden vom Tavernentresen entdeckt für mich. Die sind schon Jahre alt, also sind von 2021. Aber es fängt damit an, dass die Gruppe in Hamburg aus Hagenbecks Tierpark einen erwachten Waschbären klauen muss. Und das fand ich eine dermaßen lustige Run-Idee, dass ich der Gruppe jetzt ein bisschen verfallen bin und irgendwie auf Autofahrten immer höre, was sie so machen. Die machen auch ganz viel anderen Kram. Podcasts, die sind ja auch auf Twitch, glaube ich. Aber kann man auch als Podcast hören. Macht bestimmt auch in anderen Systemen sehr viel Spaß. Aber ja, Koali sagt ja, Shadowrun ist so meint. Ja. So, dann schicke ich euch rüber zu den Table Stories. Die spielen nämlich gerade Blade Runner als Tabletop-RPG. Ziemlich geil. Deswegen viel Spaß und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Tschüss. 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 Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.